Geschätzte Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass ich hier eine kurze Einführung machen darf an diesem Anlass. Und ich bin wahr erstaunt, dass Sie nach einem wirklich strengen Messetag noch Zeit und Muße nehmen, sich hier ein hoffentlich gutes Dessert zu gönnen. Diesen Herrn hinter mir, seines Zeichens, Sie wissen das alle, Architekt, aber vor allem Schriftsteller von Weltformat, hat in seinem Buch »Mein Name sei Gantenbein« folgenden Satz geschrieben. Ich muss mir etwas gestehen, nämlich, dass es selten eine Frau gibt, deren Gespräch mich interessiert, wenn sie mich nicht als Frau interessiert in irgendeinem Grad. Frisch gesteht sich hier also ein, dass wenn er einer Person zum ersten Mal begegnet, ihre Erscheinung, ihr Aussehen, ihr Habitus die bestimmenden Elemente sind, ob er sich mit ihr unterhalten will oder nicht. Frisch hat diese Worte 1964 geschrieben. Erstmals gelesen habe ich sie im Gymnasium und ich war schockiert, dass jemand sowas schreibt. Ich war überzeugt und meine Befremdung war echt, dass es nicht auf die äußeren Werte drauf ankommt, sondern dass es vielmehr darum geht, was ein Mensch mitbringt, für was er einsteht, was er glaubt. Heute in der Zeit der MeToo-Bewegung stehen solche Sätze wahrscheinlich noch etwas sperriger in der Landschaft. Aber auch heute wissen wir aufgrund diverser Studien, dass nicht nur Max Frisch in den 60er Jahren, nein, dass wir alle grundsätzlich und auch heute noch so reagieren, wenn wir einem Menschen das erste Mal begegnen. Egal, ob eine Person nun des anderen Geschlechts oder des gleichen Geschlechts ist. In Bruchteilen von Sekunden entscheiden wir, ob wir unser Gegenüber mögen oder eben nicht. Schnell, einfach und ohne jeden Umweg über den schwerfälligen Verstand fällen wir aufgrund von bloßen Äußerlichkeiten aus dem Bauch heraus ein Urteil. Und jetzt kommt es erst, in 8 von 10 Fällen bleiben wir bei dieser ursprünglichen Meinung, selbst wenn wir den Menschen etwas näher kennengelernt haben. Nun denke ich, dass wenn es uns mit unserer Mitwelt so ergeht, dann kann es mit der Umwelt nicht anders sein. Oder etwas konkreter, auch bei einem von Architekten und Ingenieurhand geplanten Gebäude entscheidet das Gros der Menschen in Bruchteilen von Sekunden aufgrund von einem ersten oberflächlichen und äußerlichen Eindruck. Das kann eine schöne Skizze, eine schlüssige Zeichnung, ein vortreffliches Modell oder ein perfektes Rendering sein, ob sie es mögen oder nicht. Und dieser erste Eindruck entscheidet darüber, ob sie sich für die weiteren und inneren Werte, wie zum Beispiel die Struktur des Baukörpers, die Textur des Raumgefüges, die Beschaffenheit der Oberflächen, die Führung des Lichts interessieren. Und mit noch tiefer verborgenen inneren Werten, wie beispielsweise eine hervorragende Energieeffizienz, ist das erst recht der Fall. In was für einem Haus letztere also daherkommen, ist absolut elementar, wenn wir wollen, dass uns die Menschen auf dem Weg der Energiestrategie 2050 folgen. Und dass es hier durchaus noch einiges zu tun gibt, zeigt uns die noch immer auf etwa 1% verharrende Sanierungsquote im Schweizer Bauwerk. Das ist eindeutig zu wenig. Wir haben heute Morgen hier gehört, dass 3% ideal wäre. Ich wäre ehrlich gesagt schon mit 2% zufrieden, aber das sind Prozentschachereien. Trotz erkanntem Handlungsbedarf, dafür steht das 58-prozentige Volksjahr zum Energiegesetz, trotz bereits bestehenden Förderprogrammen des Bundes und der Kantone gehen wir immer noch viel zu zögerlich vor. Was Jeffrey Sachs, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Klimaschutzbotschafter der UNO, an der Klimakonferenz 2015 formulierte, trifft auch auf die Schweiz zu. Wir verfügen über alle Mittel, das Problem zu lösen. Wir haben nur noch nicht entschieden, es konsequent anzugehen. Vielleicht liegt es daran, dass uns die energetischen Problemlösungen noch nicht durchwegs gefallen. Möglicherweise sind die Häuser, in welche sie eingeplant werden, noch nicht immer den überzeugenden ersten ästhetischen Eindruck bei uns hinterlassen. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, dass wir Architektinnen und Architekten
uns gemeinsam mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren mit der Frage beschäftigen, wie sie in der Einladung zum heutigen Anlass formuliert ist. Wie gelingt es den Architekten und Architektinnen, Gebäude zu planen, die sie sowohl höchsten energetischen als auch, wenn nicht sogar insbesondere, ästhetischen Qualitätsansprüchen zu genügen vermögen? Wie gelingt es uns, energieeffiziente Häuser so zu gestalten, dass sie von den Menschen auch tatsächlich angenommen werden, ja sogar gewünscht und im Idealfall geliebt werden? In diesem Sinne und in der Gewissheit auf einen inspirierenden Abend freue ich mich wirklich außerordentlich auf die Ausführungen von Benoît Revat, Direktor des Bundesamtes für Energie, von Ingemar Vollenweider, vom Architekturbüro Jessen Vollenweider, von Stefan Heuss, seines Zeichens Erfinder, und natürlich auf eine hoffentlich anregende Schlussdiskussion im Plenum. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und ich hoffe, Sie werden es nicht bereuen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Gadosch, für diese einleitenden Worte und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Schönen guten Abend, willkommen an einem Abend, das ist für mich ein bisschen ungewöhnt, aber umso schöner, wenn man auch einen Anlass schon den Abendanlass nennt, einer Messe, mir persönlich sehr sympathisch, ich bin nicht wirklich ein Morgenmensch und das scheint offenbar in dieser Szene vielleicht ein bisschen immanent zu sein. Lustig, ich habe eine Pressemitteilung zum Anfang der Swissbau gelesen, da stand wörtlich drin, die Swissbau wird morgen früh um 10 Uhr von Bundesrat Ueli Maurer eröffnet. Also wenn 10 Uhr früh ist, dann ist mir diese Branche schon jetzt wahnsinnig sympathisch und ich bin wahnsinnig gerne gekommen. Es ist ein Thema, das uns heute umtreibt, das offensichtlich in der Branche immer wieder zu reden gibt. Eine ganz spannende Frage, müssen sich Ästhetik und Energieeffizienz ausschließen? Wie bringt man diese beiden Themen zusammen? Darüber wollen wir heute in diesen Referaten, aber dann später auch auf dem Podium in einer Diskussion sich noch ein bisschen vertieft darauf eingehen. Es ist ein Thema, das aber auch schon länger zu reden gibt. Ich mache mir immer so ein bisschen eine persönliche Freude, indem ich ein bisschen zurückrecherchiere und nachschaue, wie lange gibt dieses Thema denn schon zu reden, jetzt gerade in der Baubranche. Und ich bin da fündig geworden. Es gab eine Konferenz 2011, und zwar war es die Chefbeamtentagung des BSA, und da sagte der Kantonsbaumeister aus St. Gallen, ich weiß nicht, vielleicht auch hier, Werner Binotto, kann sich melden sonst, wenn ich ihn falsch zitiere, da sagte er wörtlich, der Architekt leidet. Denn strikte Regeln seien ein Wunderpunkt. Die Umsetzung von Energieeffizienzvorgaben sei nicht sehr beliebt in der Branche. Wir wollen heute nachfragen und nachforschen, wie der Leidensdruck denn derzeit aussieht, ob sich 2018 viel verändert hat seit 2011. Auch eine spannende Frage, die ich gerne nachher im Podium vielleicht an die Teilnehmenden weitergebe. Wir wollen aber zuerst sozusagen eine kleine Grundlage erarbeiten. Wir haben es bereits gehört, den Direktor des Bundesamtes für Energie hier, Benoît Revat. Er ist noch nicht so lange im Amt und seit er im Amt ist, zieht er eigentlich durch die Lande und erklärt die Energiestrategie und auch die Umsetzung der Energiestrategie und wie verschiedene Branchen damit umgehen sollen, können und wollen. Er zieht nicht nur durchs Land, dieses Land, er zieht durch alle Lande. Er kommt eben zurück aus Abu Dhabi von einer internationalen Konferenz zu erneuerbarer Energie. Wir sind sehr froh, hat er es pünktlich zurück hier nach Basel geschafft, zu einem Referat, das schon ein bisschen politisch tönt. Chancen und Perspektiven im Gebäudebereich. Man denkt vielleicht Chancen und Risiken. Nein, es sind Perspektiven. Also es gibt in allem etwas Gutes. Wir wollen uns mal anhören, was für Chancen und Perspektiven hier tatsächlich vorhanden sind. Das gibt uns sicher so ein bisschen den Unterboden, ein bisschen ein Thema, das wir dann später auch noch weiter ausführen können. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Benoît Revat. Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Es freut mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ich werde Ihnen einige Chancen und Perspektiven, die die Energiestrategie 2050 bietet, näher bringen. Die Energiestrategie ist unter anderem durch eine Zukunft energieeffizienter Gebäude geprägt.
Wie diese Zukunft aussehen kann, zeige ich Ihnen anhand unserer Vision und Schwerpunkte. Damit der Bund und damit das BFE, also nimmt im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch in Gebäuden eine subsidiäre Rolle ein. Die Bundesverfassung sieht vor, dass vor allem die Kantone zuständig sind, wenn es um den Verbrauch von Energie in Gebäuden geht. Aber nicht nur die Kantone sind schlussendlich in der Pflicht, sondern auch unsere Fachleute, Architekten, Bauherren, diese Chancen zu packen und Perspektiven im Gebäudebereich zu realisieren. Zuerst möchte ich einige Punkte zum neuen Energiegesetz und den darin verankerten Zielen auffrischen. Danach würde ich gerne Ihnen einige Zahlen präsentieren. Die finanziellen Mittel, die wir im BFE zur Verfügung haben, sind vernachlässigbar, wenn man es mit den jährlich 40 Milliarden vergleicht, die in die Erstellung und Renovation von Gebäuden investiert werden. Auch aus diesem Grund liegt es an allen Beteiligten, diese Chancen, die unser neues Energiegesetz bietet, zu packen und umzusetzen. Die Ziele der Energiestrategie mit der Absicht, unser Energieverbrauch um 43% bis 2035 zu reduzieren, müssen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ergriffen werden. Und das hauptsächlich in der Mobilität und im Gebäudebereich. Maßnahmen zusätzlich sind nötig zum Ausbau der erneuerbaren Energien durch eine Förderung und durch die Verbesserung rechtlicher Rahmenbedingungen, damit ein schrittweiser Ausstieg aus der Kernenergie schlussendlich erreicht wird. Bund und Kantone wollen mit dem Gebäudeprogramm den Energieverbrauch im Schweizer Gebäudepark erheblich reduzieren. Dafür richten sie finanzielle Beiträge an energetische Sanierungen von Gebäuden aus. Das Programm wird teilweise über die Erträge der CO2-Abgabe auf Brennstoffen finanziert und mit der Energiestrategie steht mehr Geld aus der CO2-Abgabe für das Gebäudeprogramm zur Verfügung. Investitionen in energetische Gebäudesanierungen können bereits heute von den Einkommenssteuern abgezogen werden. Mit dem neuen Energiegesetz werden neu die Rückbaukosten für einen Ersatzneubau abzugsfähig. Diese sind zusammen mit den energetischen Investitionskosten neu auch in den zwei nachfolgenden Steuerperioden abziehbar. Dies soll einen Anreiz schaffen, mehr Gesamtsanierungen anstelle von Teilsanierungen, die heute steuerlich attraktiver sind, zu realisieren. Das Gebäudeprogramm wird aus Beiträgen der Kantone und aus der CO2-Abgabe finanziert, die auf fossilen Brennstoffe, heißt Heizöl und Erdgas, erhoben wird. Aus der CO2-Abgabe kamen bisher maximal 300 Millionen Franken dem Gebäudeprogramm zugute. Neu wird dieser Betrag auf 450 Millionen Franken heraufgesetzt. Neben der zeitlichen Befristung wurde die bisherige Zweiteilung in Gebäudehülle und erneuerbare Energien aufgehoben. Zudem wird der Verwendungszweck der Mittel aus der CO2-Abgabe auf Information, Beratung, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ausgeweitet. Weiter unterstützt der Bund außerhalb des Gebäudeprogramms mit höchstens 30 Millionen Franken pro Jahr die direkte Nutzung der Geothermie für die Wärmebereitstellung.
Die Mittel aus der CO2-Abgabe werden in Form von Globalbeiträgen an die Kantone ausgerichtet, welche für den Vollzug des Gebäudeprogramms verantwortlich sind. Diese Verteilung der Mittel erfolgt in Abhängigkeit des kantonalen Budgets für das Gebäudeprogramm, Einwohnerzahl und der Wirksamkeit des Förderprogramms im Kanton. Das heißt, um Globalbeiträge zu erhalten, muss der Kanton unter anderem über ein Programm zur Förderung energetischer Gebäudehüllensanierungen und zum Ersatz ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen oder Ölheizungen verfügen. Der Gebäudepark Schweiz sieht in Schätzenwerten wie folgt aus. Wie eingangs erwähnt, werden jährlich 40 Milliarden Schweizer Franken im Bau von Gebäuden investiert, davon 13 Milliarden in Renovationen. Wenn man diese Zahl mit dem Gesamtwert des Gebäudeparks vergleicht, 2500 Milliarden Schweizer Franken ist die Renovationsquote, und das wurde schon bereits erwähnt, relativ tief. Wenn man sich die Beheizung anschaut, ergibt sich, in 1,8 Millionen Gebäude wird eine Fläche von mehreren Millionen Quadratmeter beheizt. Und davon 500.000 Mehrfamilienhäuser mit einer Fläche von 350 Millionen Quadratmeter, wobei sich 70% in Privatbesitz befinden, und 1 Million Einfamilienhäuser mit einer Fläche von 160 Millionen Quadratmeter. Die Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft belaufen sich auf 600.000 Vollzeitstellen, was ungefähr 16% des Arbeitsmarkts entspricht. Welches Bild ergibt sich nun, wenn man den Gebäudepark Schweiz aus energietechnischer Sicht betrachtet? Der Gebäudepark verbraucht etwa 100 Terawattstunden, heißt 100 Milliarden Kilowattstunden, das heißt rund 45% des Endenergiebedarfs der Schweiz. 75% davon entfallen auf die Heizung. Und Heizöl ist weiterhin der wichtigste Energieträger mit mehr als 50% davon. Die Energiestrategie und die neue Energiepolitik sieht für den schweizerischen Energiepark einen Verbrauch von 55 Terawattstunden, heißt Milliarden Kilowattstunden, im Jahr 2050 vor. Neben der weiteren Verbesserung der Energieeffizienz ist auch die Dekarbonisierung des Gebäudebereichs ein langfristiges und wichtiges Ziel. Die Schwerpunkte des BFE umfassen folgende Themen. Zuerst zum Gebäudeprogramm. Eine Verstärkung des Gebäudeprogramms ab 2018 und der Abbau von Fördermaßnahmen und Aufhebung der Teilzweckbindung per Ende 2025. Gebäudebetrieb, wo wir eine neutrale Unterstützung von Vorhaben im Bereich der energetischen Betriebsoptimierung mit Hilfe des Programms Energieschweiz vorsehen, die Abbildung der Betriebsphase in den verschiedenen Standards und Labels und die Anwendung bestehender Normen für eine bessere Information der Branche, sowie die Unterstützung der Branche in ihrer Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung. Weiterhin Vorbildfunktion Bund, die Weiterführung der Vorbildfunktion des Bundes im Energiebereich nach 2020 und die Vergrößerung der Gruppe Energievorbild mit neuen Akteuren, die nicht unbedingt dem Bund gehören. Weiterhin eine Erarbeitung eines Vorbildangebots für Großinvestoren, General- und Totalunternehmungen sowie Kantone und Gemeinden.
In der Forschung sehen wir die Förderung der Forschung auf den Gebieten der Durchführung von energetischen Sanierungen, Motivation von Entscheidungsträgern, Nutzungsverhaltens in modernen Gebäuden und Wechselwirkung von Gebäuden mit Strom- und Wärmenetzen sowie smarte Technologien. Wir sehen die Förderung von Projekten für die praktische Erprobung und Demonstration von innovativen Technologien im Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien. Und schlussendlich die Aus- und Weiterbildung mit einer Beschleunigung des Wissenstransfers über Maßnahmen, Materialien und Technologien in die Praxis, Aus- und Weiterbildung von Personal in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit dem Ziel, in der Gebäudebranche über eine ausreichende Zahl von kompetenten Fachleuten zu verfügen. Die Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden des Bausektors wollen wir ausbauen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen fortführen, um das Weiterbildungsangebot im Energiebereich zu fördern. Es gibt weiterhin Finanzhilfen, wurde bereits erwähnt, mit einem Vorrang für die Einmalvergütung, was die Unterstützung von Photovoltaikanlagen anbelangt, wettbewerbliche Ausschreibungen, um die besten auf dem Markt erhältlichen Stromeffizienztechnologien zu fördern. Das BFW richtet seine Vision und die Ziele des Szenarios Neue Energiepolitik der Energiestrategie 2050. Die Vision beinhaltet 5 spezifische Punkte. Ab 2050 wird der Energieverbrauch des Gebäudeparks von 100 Terawattstunden auf 55 abnehmen, wird die Gesamtenergieeffizienz aller Gebäude in der Schweiz bekannt sein. Das ist nötig, um eine angemessene Sanierungsstrategie zu entwickeln. Herrscht mehr Transparenz, so wird sich auch dies als Kriterium beim Verkauf oder Vermietung aus. Ab 2030 werden alle Gebäude im Betrieb kontrolliert und optimiert. Ab 2050 wird ein Großteil der Gebäude energetisch saniert sein und Erdöl- sowie Erdgasheizungen mit erneuerbaren Energien ersetzt worden sein. Dies immer vorausgesetzt, dass die Kosten verhältnismäßig und die Lösungen technisch realisierbar sind. Ab 2050 werden Gebäude auch die Elektrizität für elektrische Mobilität erzeugen. Energienetze werden den Austausch ermöglichen, um jedem Produzent, so soll es so möglich werden, seine Überproduktion einzuspeisen. Und nicht zuletzt sind diese Rahmenbedingungen der Raumplanung auf die Ziele der Energiestrategie 2050 ausgerichtet und begünstigen die Verdichtung anstelle der Zersiedlung. Was die Umsetzung anbelangt, es ist hier anzumerken, dass dies es mit all diesen Labels möglich gemacht würde, die GEAC, Minergy, SNBS und 2000 Watt Areal Labels. Diese Labels entsprechen in vielen Punkten der Rosenvision des BFW, wobei diese Labels auch vom BFW vorangetrieben bzw. unterstützt werden. Jährlich werden durchschnittlich 40 Milliarden in den Gebäudepark investiert, davon 13 Milliarden in Sanierungen und Renovationen. Es ist demnach sinnvoll, einen Teil dieser für die Steigerung der Energieeffizienz bei Gebäuden einzusetzen und dadurch einen nachhaltigen Gebäudebestand zu schaffen. Vorteile: Es senkt den Energieverbrauch, wodurch weniger Auslandsabhängigkeit, mehr Wohnkomfort, weniger lokale Luftverschmutzung,
steigert den Wert des Gebäudes und verändert auch das Angebot bei Mieten. Und nicht zuletzt, ein zunehmender nachhaltiger Gebäudebestand ist eine Chance für die Branche mit der Schaffung inländischer Investitionen und neuer Geschäftsfelder. Es gibt die großen Herausforderungen auf diesem Weg, dass es genug Fachkräfte gibt, kompetente Fachkräfte, dass man die Sanierungen und der Sanierungsanteil mit richtigen Anreizen unterstützt. Aber schlussendlich kann man sagen, dass innerhalb dieser Transition, energetischen Transition, bis heute und heute noch steht ein Gebäude am Ende der Wertschöpfungskette der Energie. Das heißt, nur auf der Verbraucherseite. Mit der Dezentralisierung, mit der Entwicklung der erneuerbaren Energien, mit den neuen Möglichkeiten aus der Digitalisierung, können die Gebäude morgen im Zentrum der Wertschöpfungskette Energie stehen. Als Energieverbraucher weiterhin zum Leben und zum Arbeiten, als Energieproduzent, als Energiespeicherer, als Facilitator für die Mobilität auch. Das ist eine große, eine enorme Chance für den Gebäudebereich. Deshalb sollte die Branche nicht nur auf finanzielle Förderung oder gesetzliche Vorgaben warten, aber aktiv werden und sich Wettbewerbsvorteile sichern. Eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der Branche, aber auch mit dem Bund und den Kantonen wird da auch vom Vorteil sein. Das ist auch ein Wunsch für die nähere Zukunft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Röber, für diese Ausführung. Wir werden uns auch später hier auf dem Podium wiedersehen. Wir nehmen diese Wünsche gerne mit und wir werden die sicher auch hier noch anbringen. So war jetzt ein bisschen der theoretische Grundlagenboden, den wir geschaffen haben. Und jetzt gehen wir gerne ein bisschen in die Praxis. Wollen wir uns mal etwas ansehen von einem Architekturbüro, das eigentlich so ein bisschen als Pionier in dieser Richtung gilt. Und zwar mit Werken. Ich habe ein schönes Zitat gesehen in einer Fachzeitschrift, die, ich zitiere, großartig undogmatisch sind. Wir wollen uns mal ein bisschen ansehen, wie man Effizienz, Energieeffizienz und Ästhetik eben doch zusammenbringen kann. Wir haben Ingemar Vollenweider hier als Geschäftsführer der Jessen Vollenweider Architektur, vor allem bekannt, kenne ich auch für den Neubauamt für Bau und Energie, sinnigerweise hier in Basel, und werden uns ein bisschen in die Praxis nehmen und zeigen, wie man Energieeffizienz eben auch als architektonische Form nutzen kann. Bitte schön, Herr Vollenweider. Ja, Herr Gedig, herzlichen Dank für die Einführung. Ich hoffe, ich kann den Ansprüchen gerecht werden, verehrte Damen und Herren. Ich hoffe, ich kann einen Beitrag leisten zur Diskussion, die wir im Anschluss zusammen führen werden. Energie, mit Titeln ist es so eine Sache. Energieeffizienz als architektonische Form ist sehr knapp und setzt zwei Dinge gleich. Man könnte sagen, es ist schon fast vor dem Hintergrund, den wir gerade angefangen haben zu diskutieren, Polemik. Das ist ja nicht dasselbe. Und natürlich, vielleicht ist der Titel auch etwas eine Reaktion auf den Titel der Gesamtveranstaltung, den ich überhaupt nicht in Zweifel ziehen will, aber beim Wort Ästhetik, Architektur zwischen Energieeffizienz und Ästhetik, bei Ästhetik wird dem Architekten etwas mulmig zumute. Und wenn dann die Architektur zwischen dem Nützlichen, also hier der Energieeffizienz, und dem Schönen, dem Ästhetischen entstehen soll, dann sind die Gegensätze schon mal aufgebaut. Zweitens entsteht so latent oder es droht so eine Sichtweise, dass es das Nützliche gibt und das Schöne ist ein Zusatz, den man dem Nützlichen überstülpt, noch so additiv als schönen Zusatz beigeben kann. Das sehen wir nicht so. Ästhetik, die ja eigentlich ursprünglich bedeutet hat, die Lehre von der Wahrnehmbarkeit des Schönen, Wahrnehmbarkeit von Gesetzmäßigkeiten, von Ordnung,
Harmonie in Natur und Kunst meint etwas sehr viel Ganzheitlicheres, Zusammenhängendes. Und keine Angst, das wird jetzt keine architekturtheoretische Vorlesung. Trotz allem dient mir diese berühmte Zeichnung von Leonardo da Vinci nicht zufällig aus der Frühzeit der Renaissance, des 15. Jahrhundert, um vielleicht den Sachverhalt etwas anschaulich zu machen. Diese Zeichnung heißt der Vitruvianische Mensch. Und damit sind wir schon wieder bei der Architektur oder beim Ahnenvater aller Architektinnen und Architekten. Er hat rund vor 2000 Jahren gelebt. Seine Bücher zur Architektur hat er nur geschrieben, er hat nicht gezeichnet. Und Leonardo hat dann eine Beschreibung, die er geliefert hat, in Zeichnung umgesetzt. Ein paar Jahrhunderte später. Und es zeigt ganz schön den menschlichen Körper mit seinen Extremitäten in zwei Positionen, überlagert mit den Idealfiguren der Geometrie eines Quadrates und eines Kreises. Also der organische Körper des Menschen überlagert mit der geistigen, mit der Idealität der Geometrie, die natürlich in der Renaissance auch eine Entdeckung war und Sinnbild für das Schöne. Die Renaissance hat aber eben auch den naturwissenschaftlichen Blick entdeckt, wenn man so will, ist also in die Schichten eins tiefer hineingegangen, quasi in den Muskelaufbau und ins Knochengerüst. Und man könnte sagen, ist durchgedrungen und hat versucht, den Zusammenhang von Struktur und Erscheinung auch wieder unter dem Begriff der Ganzheitlichkeit zu erfassen. Und ich bleibe bei der Renaissance. Und es ist kein Zufall, wenn wir heute über die Gegensätze des Ästhetischen und des vielleicht Naturwissenschaftlichen sprechen, bei der Renaissance, die diesen Gegensatz eben aufgelöst hat, so die Hoffnung, dass es eine mögliche Referenz ist für eine Kultur, die anders umgehen kann mit diesen Gegensätzen, die eigentlich keine sind, weil diese Perspektive von Piero della Francesca steht ja auch für die künstlerische Entdeckung der Perspektive, und zwar der Zentralperspektive in diesem Fall, war es ja gleichzeitig die Entdeckung der subjektiven Wahrnehmung, des subjektiven Standpunkts ist. Und die Wahrnehmung, wenn Sie also die Lehre der Wahrnehmung, Ästhetik, die Lehre der Wahrnehmung oder des sinnlich, der sinnlichen Anschauung bedeutet, dann ist eigentlich ästhetisch all das, was unsere Sinne wahrnehmen können. Und die Sinne können nicht nur schauen, die können auch fühlen, die können sich ja in der Bewegung haptisch mit ihrer Umgebung auseinandersetzen. Das heißt letzten Endes auch in der Benutzung von Architektur. Und deswegen ist natürlich die sinnliche Wahrnehmbarkeit ein sehr ganzheitlicher Anspruch. Und wenn wir jetzt von dieser Idealstadt in unsere schöne Stadt wechseln, hier ein bisschen Werbung muss sein, falls Sie vor lauter Swissbau keine Zeit hatten, an den Rhein zu gehen, diese wunderbare Stadtvedute dient natürlich auch schon als Sinnbild für die Nachhaltigkeit dieser historischen Städte, die sehr dicht gebaut waren. Aber es macht auch noch mal sichtbar, dass für Architektur über das einzelne Objekt hinaus Ganzheitlichkeit auch bedeutet, wie Häuser zusammenkommen und eine Ganzheit bilden können. Und an einem ganz bestimmten Ort, wie hier am Rheinsprung. Und wenn man dann in diese Struktur hineingeht, in diese einzelnen Häuser, die in ihrer Substanz 400 bis 500 Jahre alt sind, mehrfach umgebaut, ihr Gesicht, so wie sie heute aussehen, haben sie Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten, dann wird schon klar, alleine deswegen sind es durchaus nachhaltige Strukturen, in jedem Sinne. Und sie sind eigentlich auch energieeffizient, weil sie eigentlich praktisch keine Energie verbrauchen. Sie sind aber natürlich auch nicht mit unseren Komfortansprüchen, Nutzungsansprüchen, die wir heute haben, zu leben. Ja, also diese Räume waren nicht einfach zu heizen, die Fenster sind nicht dicht. Im Winter trug man oder trägt man auch heute noch in diesen Häusern ein bisschen dickeren Pullover. Für Büroarbeitsplätze vielleicht nicht unbedingt ideal. Und im Sommer vermisse ich vielleicht einen einfach bedienbaren Sonnenschutz, durch den ich trotzdem noch auf den Münsterplatz gucken kann. Und nicht zuletzt, ich zeige es hier nur schnell, anderer Aspekt, wo muss ich da drücken, hier? Nee, egal. Sind diese Häuser zum Beispiel auch nicht barrierefrei? Ein heutiger Nutzungsanspruch, den wir haben, schon an dieser schönen Schwelle in das Haus, was wir als Architekten heute nicht mehr machen können, sieht man das aber auch, weil zum Beispiel dieses Haus ja nicht durch einen Lift, durch eine Liftinstallation ausgerüstet ist. Also sind es eigentlich Häuser ohne Technologie. Großer Zeitsprung und radikaler Gegensatz. Ich gehe ganz schnell durch die Architekturgeschichte, nur drei Beispiele, keine Angst.
eine Fassade des, die meisten kennen es wahrscheinlich, des Centre Pompidou in Paris in den 1970er Jahren gebaut, also mitten in dem zwischen ersten und zweiten Ölschock interessanterweise, Ölkrise. Eine Architektur, die Technologie feiert. Ja, sowohl die Tragstruktur wie die Haustechnik, die Infrastruktur sind, haben die Fassade gewissermaßen ersetzt. Und im Maßstab der Stadt ist aus dem Block oder aus dem Haus ein Apparat geworden, ja, der sich in einem sehr starken Kontrast natürlich zur historischen Stadt befindet. Es ist aber auch eine gigantische Oberfläche entstanden. Und natürlich ist dieses Haus eigentlich, wenn man so will, nur ein Bild für technologische Effizienz, weil eigentlich, also ich war noch nie an diesem Haus, ohne dass irgendein Kran irgendwas gewartet hat. Es ist eine permanente Wartungsbaustelle und dieser quasi das, der Einstieg in die Hightech-Architektur, die ja mit diesem Haus eigentlich stattgefunden hat, ist wahrscheinlich auch gleichzeitig mit dem Facility Management erfunden worden. Also insofern ist diese Architektur vielleicht nur ein Bild von einer technologischen und effizienten Architektur. Und das dritte Beispiel, weil man ja auch vom eigenen sprechen soll, und ich zeige es bewusst, weil es ganz was anderes ist als das, was wir dann im Zentrum, was ich dann zeigen will, das Amt für Umwelt und Energie, was ja noch ein Projekt ist, hier was gebaut ist. Und es zeigt eine veränderte Haltung, jetzt was das Centre Pompidou angeht, sowohl gegenüber der gebauten Stadt als auch gegenüber dem Einsatz und Integration von Technologie, denn dieses Haus, sowohl die Altbauten wie die Neubauten, es ist eine Erweiterung, sind im Minergie-Standard gebaut worden, 2012. Es ist vielleicht auch typisch, dass es um eine Erweiterung hier geht, aus vier Häusern, zwei, die wir abbrechen und zwei, die wir erhalten, ein großes hier am Altstadtgraben, hier sieht man noch schön die Stiftskirche, die berühmte in St. Gallen, dass wir aus dieser Konstellation, um einfach nochmal den Begriff der Ganzheit auch in die Gebäudestruktur, auf die Gebäudestruktur zu beziehen, Sie sehen hier schaffiert die zwei alten Gebäude und die zwei zu erhaltenden, denkmalgeschützten Gebäude in der Mitte. Und wir haben eine Gebäudefigur aus der bestehenden Typologie des Eckgebäudes entwickelt, die das Haus zusammenfasst und auch ablesbar als ein öffentliches Gebäude in den Stadtraum stellt, aber dabei auch eine Gebäudefigur entwickelt, die die Rückseite zu einer Vorderseite macht und jetzt neu, jetzt muss ich doch mal versuchen, ob ich den noch in Gang bringe hier, wo drücke ich hier, hier? Nee. Der funktioniert, glaube ich, nicht. Die einzige barrierefreie Zugänglichkeit für dieses Haus auf der Hofseite sicherstellt. Man sieht hier nochmal diese Gebäudefigur und sich das im Stadtraum zeigt, die Technologie, die Komfortlüftung, mit der das Haus ausgestattet ist, die zelebrieren wir nicht. Die deutet sich natürlich in diesen unterschiedlichen Fenstern, rechts die Sprossenfenster, links ein Kastenfenster, in dem die Lüftungsflügel integriert sind, deutet sich eigentlich nur an und versteckt sich gewissermaßen hinter diesem Ornament, was natürlich die Seidenweberei, die in diesen Altbauten, die wir damit eingebaut haben, früher die Nutzung war, wachruft. Aber letzten Endes geht es darum, dass über diese Öffnung dieses Kastenfenster und der Lüftungsflügel belüftet wird. Und dieses Ornament ist digital im Rechner simuliert worden, damit dann die richtige Temperatur im Kastenfenster entsteht. Aber eigentlich geht es uns nicht darum, das zu zeigen, sondern dass sich das eigentlich integriert. So, nach diesen drei Beispielen und dieser kleinen Entwicklungsgeschichte, jetzt also dieses Projekt, was noch in Planung ist, muss ein paar politische Hürden überstehen. Die Archäologie werden wir auch noch überstehen. Und ich habe diesen Vorspann gebracht, auch um zu zeigen, was für eine Entwicklung in aller Kürze das genommen hat. Für uns selbst ist dieses Projekt auch eine, wenn Sie dieses Haus jetzt gerade gesehen haben, und wir haben durchaus eine Vorliebe für Massivbauten, wenn wir hier mit einer ganz anderen These an dieser neuralgischen Stelle am Rhein, gar nicht weit weg von der Vedute, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, so ein bisschen in zweiter Reihe, das ist vielleicht ganz gut, da können wir so ein bisschen etwas versuchen, am Fischmarkt in Basel, hier dieser Bauplatz. Sie zeigt nur, klickt das wirklich nur schnell durch, die Stadt ist ja nie etwas Festes, die verändert sich
Mitte des 19. Jahrhunderts sieht man eine sehr klein parzellierte Stadt, enge Gassen, und 100 Jahre später sieht es so aus. Die Parzellen sind größer geworden, die Kenner sehen hier zum Beispiel Kantonalbank und den Spiegelhof, Verwaltungszentrum des Kantons, und die Straßen sind dem Verkehr gerecht gemacht worden. Also die Stadt verändert sich, und als Architekten ist es unser Geschäft, an dieser Veränderung so gut wie möglich teilzuhaben und sie zu definieren. Das kann man dann auch im Stadtbild nochmal nachvollziehen. Und das ist also die Ausgangslage, mit der wir konfrontiert waren, auf diesen zwei Parzellen, die wir zu einer zusammenfassen, gegenüber dieser mächtigen Bebauung und angebaut quasi an die alte Börse hier am Fischmarkt, dieses Leuchtturmprojekt für den Kanton zu realisieren. Nur so ein paar Stichworte. Klar, das Haus sollte nachhaltig sein, energieeffizient sein und bei genügender Energieproduktion auch eine jahresbilanzierte, ein Null-Energie-Haus. Das heißt, an dieser Stelle mit der gut erschlossenen Fernenergie war es klar, dass wir die gewonnene Energie verrechnen wollen. Technische Neuerungen, steht hier so allgemein, sollten integriert werden. Nicht um jeden Preis und nicht überall unbedingt das Letztmögliche, sondern ein vernünftiges, auch hier wieder ein vernünftiges, kohärentes Ganzes. Und natürlich schafft man das nur mit einem, ich bin hier quasi die Speerspitze eines riesigen Teams auf der Bauherrenseite, auf der Fachplanungsseite, Behördenseite. Und dann in unserem Team schafft man das natürlich nur, wenn diese unterschiedlichen Ansprüche auf dem höchsten Niveau hoffentlich austariert werden. Und das Projekt ist dann auch für den Kanton das Prototyp-Projekt gewesen, um die erste, jetzt ist es das nicht mehr, aber damals das erste BIM-Projekt zu sein, also dort auch die Digitalisierung im Planungsprozess zu nutzen. Dahinter stehen aber Menschen. Darauf kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu sprechen. Entstehen sollte natürlich ein Projekt mit Ausstrahlung. Das ist durchaus heikel, wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass Häuser durchaus normal einfach sich so ergänzen sollen. Sollte dieses Haus natürlich schon auch erzählen, was es tut. Ein kommunizierbares Anschauungsobjekt, das dann auch wieder zum Vorbild werden könnte, zumindest in Teilaspekten für andere Projekte. Dieses auszutarieren mit der Stadt, mit dem Standort, an dem es dann realisiert werden soll, war eine der Herausforderungen. Vorneweg einfach ein paar Facts, was dann entstanden ist. Ein Bürohaus auf sehr knappem Grundriss für 75 bis 90 Arbeitsplätze, je nach Auslastung. Eine Skelettbauweise in Holz-Beton-Hybrid-Bauweise, auf die komme ich dann gleich noch zu sprechen. Closed-Cavity-Fenster, also ein modernes Kastenfenster in dieser Hülle. Und dann nach Abwägung aller erneuerbaren Energieträger, die an diesem Standort denkbar wären, ist letzten Endes die Sonne übrig geblieben und nicht Solarkollektoren, sondern Photovoltaikzellen. Das hat natürlich was mit der Nutzung zu tun. Und eine allseitige Photovoltaikfassade. Es gibt eine sanfte mechanische Hygienelüftung und wir nutzen die Nachtauskühlung sowie die Aktivierung der Bauteilmasse, was natürlich für einen Holzbau, zunächst für einen reinen Holzbau, ja nicht so einfach wäre. Grauwassernutzung, Fernwärmeanschluss habe ich erwähnt. Der Minergie A Eco, das Label, mit dem wir das zertifizieren, bedeutet ja, dass wir mit dieser Energie, die wir produzieren, den Hüllfaktor reduzieren können und dort natürlich dann auch wieder Kosten einsparen. So, jetzt von diesem Bauplatz direkt, ist das sowieso auf dem Plakat ja schon sichtbar, dieses Haus von außen, was also all das jetzt leisten soll, so würde das aussehen. Dieses Bild war für uns schon im Wettbewerb, das ist eine schöne Collage des Schweizer Künstlers Martin Schwarz, das heißt Wallfahrt. Dieses Bild war für uns so etwas wie die Leitmetapher für das Projekt. Diese Giraffe, die sich in diesem barocken Kirchenraum verirrt zu haben scheint und trotzdem so wunderbar integriert ist, Gegensätze, die man, wenn man sie so im zoologischen Garten und im Gottesdienst oder bei der Messe erleben würde, nie zusammendenken könnte, im Raum, im Visuellen, im Körperhaften, kann es plötzlich zusammengehen. Und natürlich erinnern die Giraffenflecken auch ein bisschen an unsere Solarzellenhaut. Also das war so die Behauptung. Und wenn man das jetzt dann ins abstrakte kubische Modell das erste Mal überträgt, sieht man, dass dieses Haus eben im Windschatten dieser kräftigen Bestandsgebäude eine andere Physiognomie hat, fein gestaffelt ist. Das hat mit Abstandslinien natürlich auch zu tun.
Es drückt sich aber auch schon das modular-strukturelle Prinzip des Hauses, also diese Skelettbauweise, die drückt sich natürlich in der kartesianischen Struktur des Gebäudes schon aus. Und so dieses giraffenhaft vertikale und feingliedrige vielleicht auch, das kann man auch nochmal in diesem quasi terrassierten, in dieser terrassierten Dachaufsicht nachvollziehen. Aber vor allem wichtig für uns war dann dieses Diagramm, was auch nochmal den Gegensatz zwischen dieser historischen, kräftigen Bebauung mit ihren Lochfassaden und dem, was wir machen wollten, nämlich einen Skelettbau. Für uns war es klar, dieses Haus muss sich selber tragen, energetisch, und dann gibt es eine Photovoltaikfassade, und wenn wir eine hinterlüftete Photovoltaikfassade machen, dann machen wir einen Leichtbau, einen Skelettbau. Jetzt reden wir über den Menschen, den Zusammenhang zwischen Skelett, Muskel und Erscheinung, dass das, was außen als Leichtbau sichtbar ist, auch drinnen ist, und deswegen kein Massivbau, wäre ein anderes Konzept. Wir wollten dort quasi auf diesen Giraffenstelzen ein Haus hineinstellen, was natürlich dann in der Produktion auch auf viele Vorteile hat, weil wir auf die Präfabrikation natürlich dieses Skeletts spekulieren, an einem Bauplatz, der von 4 Tramlinien umfahren und vielen Bussen und Autos, also ein sehr schwieriger Bauplatz, der möglichst nur kurz sein soll. Wenn man diese Struktur dann kann man auch oben im Innovation Lab bei uns angucken. Und das ist jetzt ein kleiner Einblick in diese BIM-Welt, mit der wir eben das Projekt entwickeln. Dann sieht man hier jetzt diese Holzstruktur, die Ausfachung in Stahl. Und da werden die Rippendecken aufgelegt, die schon werkseitig so weit wie möglich mit bewährt werden, installiert werden. Und dann vor Ort werden die Kammern ausgegossen. Dann so ein kurzer, das war die Tragstruktur zur Infrastruktur, die Haustechnik. Hier die Sanitäradern gewissermaßen außen zentral im Untergeschoss, die dann mit Elektro und der Lüftung, die kommen vielleicht dann auch noch zu sprechen, mit der kontrollierten Lüftung hier ausgestattet, die in der Fassadenebene tatsächlich funktionieren soll. Heizung sieht man nicht viel, aber was ich raus will, ist dann die Integration hier in das Tragwerk. Und jetzt wissen Sie vielleicht, warum ich das Centre Pompidou gezeigt habe. Man ist, fühlt sich erinnert, vor allem wenn man dann noch mal eins tiefer reingeht, die Tragstruktur hier sieht und dann in Blau diese Lüftungsstruktur, die sich die Tiefe der Wand zunutze macht. Das, was mal eine massive Wand war und eigentlich ähnlich wie im Centre Pompidou, die Wand nutzt, um von dort die Lüftung zu bringen, wo sie eigentlich ja auch idealerweise kommen kann. Auch das funktioniert dann mit dem Zusammenspiel, dass wir eine reduzierte, aber immer noch so im Schnitt 20 cm Dämmung in dieser Wand haben. Im Gegensatz natürlich eben zum Centre Pompidou haben wir dann darüber, das ist jetzt hier sehr abstrakt, eine Fassade, die dem ganzen Haus eine kompakte Form gibt, eine kompakte Oberfläche und natürlich vor allem eine, die Energie produziert. Das ist ganz kurz und der Schnitt, wie das funktioniert. Einerseits die Eintrag, die Strahlungseintragung der Photovoltaik, dann die Lüftungsflügel, über die ich als Mensch vor Ort lüften kann und über die nachts auch mit Witterungsschutz und Einbruchschutz auch die Nachtauskühlung funktioniert. Und dafür brauchen wir dann gleichzeitig in der Tiefe des Grundrisses dieses Treppenhaus, das als Kamin funktioniert. So, ein kurzer Blick auf die Systemdecke, diese HB-Träger, die mit Fertigteil-Betonelementen ausgelegt sind, damit ich eben die Vorteile des Leichtbaus mit den Vorteilen des Massivbaus, was seine Speicherfähigkeit angeht, nutzen kann. Vor Ort, das ist alles präfabriziert, vor Ort wird dann dieses System ausbetoniert. Es kommt die Trittschalldämmung, Hartbeton mit eingelegter Fußbodenheizung und tatsächlich dient dann dieses System dafür, diese Nachtauskühlung zu nutzen. Und nicht zuletzt haben wir dann in dieses Deckensystem auch noch die Absorber eingebaut. Nicht additiv, sondern integral. Also diese Decke muss ganz viel können und bestimmt am Schluss auch die Raumatmosphäre. Also man sieht quasi, wie das Haus funktioniert, nicht didaktisch, soll ja dann wieder sich in ein Raumganzes natürlich fügen, aber jedes Element, was man hier sieht, hat auch eine Funktion, bis zu den perforierten Oberflächen, die dann die Quelle machen. Und dieses ist ein kleines Haus, das wir in Thurgau saniert haben. Als wir das dann gesehen haben, jetzt auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung hier für die Swissbau, haben wir gesagt, ja eigentlich diese Riegwände und Holzbalkendeck, die Holzverbundbauweise kommt zurück in die Stadt. Eigentlich sind wir gar nicht so weit weg
davon. So, das ist die Qualität, großzügige Öffnungen, klare Strukturierung, das ist die Qualität der Büroräume, die wir erzeugen wollen. Man sieht einfach ein Bild, nur ein einziger Grundriss dieses Systems, das also einfach im geschichteten Grundriss ausgeht, die Nebennutzflächen zu den eher verschatteten Bereichen, dann das offene Treppenhaus mit den Nebennutzflächen und die Hauptnutzflächen. Dieses Treppenhaus nur so am Rande, also wir machen einen Holzbau, der nicht einen versteifenden Kern benötigt, sondern das macht die wieder, leistet die Wand quasi mit ausgespannt ist. Wir haben einen freien Kern und dadurch können wir ein sehr lichtes Treppenhaus, also nicht nur die Nachtauskühlung, sondern eigentlich auch als sozialer Ort. Und das sollten wir bei aller Energiebewusstheit nicht vergessen, die Energie der Menschen, damit sie da auch arbeiten wollen und können, ein nicht dunkler Ort, sondern ein heller Ort wird. Kommen wir zur Erscheinung, ganz kurz. Ich gucke da immer auf die Uhr, aber irgendwie kann ich sie gar nicht richtig lesen. Ich bin wahrscheinlich schon an der Grenze. Wenn wir jetzt zur Erscheinung kommen, wir sind jetzt vielleicht, Herr Gredig, wie hat man das genannt? Wir sind Trendsetter oder sowas. Nein. Also wir sind keine Energiearchitekten gewesen. Und wir sind Architekten, die das tun, was man jetzt tun kann oder muss. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Und klar, das klassische Fall, additiv werden diese Solarzellen auf ein schönes Ziegeldach gelegt, ist nicht der Idealfall, aber so hat es natürlich begonnen. Das ist im Dach hier schon, finden wir, besser gelöst. Die Fassade, würde man sagen, da könnte man noch ein bisschen an der Schraube drehen, ob dieses Haus so glücklich ist mit seiner Veränderung, die Solartechnologie, die es erfahren hat, würde man sagen, nicht unbedingt. Und dann ist klar, dass der Markt Lösungen anbietet, zum Beispiel bedruckte Module in allen möglichen Farben und Mustern. Und da würde ich jetzt natürlich sagen, das ist jetzt eben die applizierte Ästhetik. Es kann ja noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Man kann gleich die Ziegel drauf drucken. Und jetzt könnte man sagen, im Zeitalter des Virtuellen ist doch das eine in sich schlüssige Lösung. Wie ich würde sagen, als Architekt, gerade im Bauen sollten wir dann der Echtheit der Materialien und der Authentizität natürlich etwas schuldig sein. Und das war dann für uns die Frage, ja, was ist das denn, unser Material? Und deswegen sind wir dann hier zu diesem, haben wir dieses, viele andere auch, aber dieses Bild eigentlich war ein anderes, als wir neben die Giraffe gehängt haben, nämlich dieses unbearbeitete polykristalline Solarsilizium, dieser Brocken, wunderbares Stück. Und wenn man das aufschneidet, ist es ganz interessant und zu Wefern, sogenannten Wefern, dann verarbeitet, die also die Grundlage dann für Zellen sind, dann entsteht plötzlich ein Schnittbild, was uns erinnert hat an Steinplatten, die man in unterschiedlichen Richtungen aufschneiden kann und die einen ornamentalen Charakter entfalten können. Also war es klar, dass wir die Frage gestellt haben, ja, können wir das so einsetzen wie Stein? Und zwar allseitig. Wir haben natürlich... Hier hinten sitzt irgendwo Werner Waldhauser, Marco habe ich jetzt noch nicht gesehen, hat dann gesagt, ja, also das müssen wir sehen, ob das so vernünftig ist. Wir haben es dann durchgezogen, Kollegen bei der Eröffnung des Wettbewerbs haben gesagt, ja, wir haben dann irgendwann gesagt, es ist doch nicht ganz vernünftig, wir haben es durchgezogen und über alle Fassaden, Sie sehen, dass wir dann auch, gehe ich jetzt nicht im Detail ein, auch eine Gliederung dieser Elemente, die ja eigentlich aus Strahlungsgründen natürlich oder energetischen Gründen möglichst flächenbündig verarbeitet sein müssen, dass wir eine Gliederung einführen über alle Seiten, auch über diese Nordseite. Natürlich nutzen wir auch diffuse Strahlung und nur so haben wir insgesamt, erreichen wir tatsächlich dieses Null-Energiehaus, das heißt, dass wir eine Nullsumme, was den Energieverbrauch und die Energieproduktion über den Jahresverlauf haben. Und das auch, dieses Haus ist dann geplant fast wie ein Backsteingebäude. Also wir haben aus der modularen Zelle dann eigentlich versucht, eine Logik zu entwickeln, sowohl für die Richtungen der Zellen, wie man sie dann auch bestückt. Das ist aber eine interessante Darstellung, die in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz auch ein Punkt, also man tatsächlich zusammenarbeiten muss und kann. Das war vielleicht auch das Glück, dass wir das für den Kanton machen konnten. Und diese Darstellung ist eine Darstellung der Payback-Zeiten. Grün ist sehr gut und Rot ist nicht so gut. Grün geht, das können Sie jetzt nicht sehen, aber geht bis zu 2 Jahren nur. Also dass nach 2 Jahren die Energie, die die Zelle eigentlich in der Produktion gebraucht hat, produziert ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Zelle 25 Jahre mindestens lebt, ist das eine schöne Payback-Zeit. Wir sind im Schnitt bei 6-7 Jahren. Wir haben aber natürlich auch ein paar rote Zellen. Es geht bis zu 15-19 Jahren. Aber selbst die liefert dann also noch 5-6 Jahre Strom, was
der schöne Naturstein, das Glas oder der Beton nicht tun würde. Und wie gesagt, das ist das Bild, was schlussendlich die Grundlage ist dafür, dass das Haus insgesamt diese Energie liefert, die es verbraucht. Beim nächsten Projekt können wir natürlich noch besser werden. Aber das ist einfach mal so die Ausgangslage. Darauf kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr groß eingehen. Natürlich ist das Fenster Teil dieser Hülle, dieses moderne Kastenfenster, was natürlich einen sehr guten Gehwert hat, das aber kombiniert ist mit einem Lüftungsflügel. Großer Gewinn ist, dass es sehr wartungsfreundlich ist, was den Sonnenschutz angeht. Der Sonnenschutz kann zu jeder Witterung eben funktionieren. Wir haben keine Verunreinigung, weil das Fenster zwischen den zwei Scheiben ja einen Überdruck hat. Was aber auch interessant ist, und jetzt kommt die Ästhetik wieder rein, dass wir ein Kastenfenster haben, außen eine relativ einfache, dünne Verglasung, respektive Verrahmung haben. Und das sind dann natürlich Dinge, die uns auch interessieren. Wie geht jetzt dieses Fenster ein in diese Wand, in diese Hülle, im Zusammenspiel mit dem Lüftungsflügel? Und das sind dann Dinge, die wir bis ins Detail, das ist jetzt zum Beispiel eine rahmenlose Variante mit Stufenglas, die das Material der Photovoltaik noch etwas prägnanter natürlich in Szene setzt. Das sind dann Dinge, die wir untersuchen und dann immer wieder zurück ins Große bringen. Das ist der Übergang für ein paar letzte Bilder aus dem Atelier. Das ist das so diese letzte Schicht, die uns im Moment beschäftigt, weil eines ist klar, diese das muss man sagen, also diese Photovoltaik-Szene ist nicht ganz einfach. Es ist einerseits viel Bewegung, aber sie mündet im Moment irgendwo in Asien in großen Monopolen. Und deswegen ist es auch wichtig, solche Projekte zu machen, das ist vielleicht ein bisschen naiv, um den Markt auch zu versuchen, wieder zu öffnen, wie es in anderen Bereichen, man dachte ja auch, niemand baut mehr mit Backstein. Heute ist Klinker wieder plötzlich, sogar in der Schweiz, wo wir gar nicht den Ton dafür haben, ist Klinker wieder ein großes Thema und es gibt ganz neue Arten, mit Klinker umzugehen. Und wir hoffen, dass wir dieses moderne Material der Photovoltaik, wenn der Markt sich jetzt gerade ein bisschen verengt, und da ist schon auch ein Aufruf an Europa, das auch ein Stück mit seiner Kreativität wieder zurückzuholen. So, also die, man kriegt diese Zellen natürlich in diesem asiatischen Raum in allen Farben. Für uns ist es natürlich, bleibt es interessant, diese warme Farbigkeit des Materials wirklich ernst zu nehmen, auch weil es dann die Analogie gibt zum warmen Licht der Sonne. Aber man sieht, wenn man gelb bestellt in China, kriegt man nicht oder Taiwan kriegt man nicht unbedingt gelb. Es war immer dieselbe Bestellung. Aber man sieht auch, wenn dann die nächsten Schichten kommen, das Glas mit der Antireflexbeschichtung, dann ist plötzlich die gelbe Zelle braun oder grau. Das Glas kann reflektieren, was ungünstig ist, sowohl für die Ästhetik wie für die energetische Bilanz. Und deswegen gibt es eine Untersuchung natürlich zu unterschiedlichsten Ornamentgläsern, die tatsächlich also auch nicht nur das Haus stumpfer, städtischer machen, sondern eben auch die Energiebilanz verbessern und dann auch vielleicht sogar die malerische Qualität der Zelle. Weil wir uns entschieden haben, eine randlose, unsichtbare Verbindung zu Fixation dieser Elemente zu planen, weil das natürlich energetisch sinnvoll ist, keine Verschattung, aber auch, weil wir natürlich das Material vor allem inszenieren wollen, müssen wir uns überlegen, nur so ein Detail, wie wir denn diesen Rand ausbilden und da also keine Zelle sein kann. Und da gibt es dann alle möglichen Versuche, wie nah oder wie weit weg will man von der Qualität bleiben. Einfach, ich klicke das jetzt relativ schnell durch. Man sieht es auch immer im Zusammenspiel mit dem Glas und mit diesen Lötverbindern, die dem Ganzen ja auch noch einen metallischen Eindruck geben, was wir sehr interessant finden, weil damit auch die Funktionsweise, dass wir da elektrischen Strom produzieren, sichtbar wird im Haus. Und jetzt wieder zurückgebracht natürlich im Zusammenspiel der Fassade mit dem Rahmen und dann aber auch, wie das jetzt sehr abstrakt, was das dann bedeutet, für die Gesamterscheinung des Hauses. Das ist immer sehr stark im Detail und dann gleich wieder im großen Maßstab. Und wir sind jetzt, ich habe zuerst ja geschnödert über das Bedrucken mit Ziegelmotiven oder Marmor und so weiter. Wir arbeiten jetzt mit dem bekannten Glasbearbeitungsatelier Weidmann in Oberwil zusammen an etwas, was einerseits uns die Konsistenz der Farbigkeit der Zellen, die also schwierig ist, andererseits den Randverbund eben nicht hinterlegt, sondern dass wir eigentlich sagen, wir wollen wieder eine Ganzheit haben, dass wir über die ganzen Zellen, das sind jetzt hier unterschiedliche Deckungsgrade, mit denen wir hier operieren, also es sind Sandstrahlung, farbige Sandstrahlung, und das ist im Moment jetzt noch in der Mache, das ist am Ort, am jetzigen noch Altbau installiert, um wirklich die Wirkung zu überprüfen. Das ist eine Präsentation, die wir für die Stadtbildkommission gemacht haben, wo man ganz schön
jetzt die Wirkungsweise sieht, man sieht, dass plötzlich die Lötverbinder wie Nadelstreifen wichtiger werden als vielleicht unter bestimmtem Licht als, als das Material des Siliziums. Auch das ist gut vor Ort dann zu sehen. Und was passiert, wenn plötzlich Licht reinsticht? Und natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob Vertreter der Stapelkommission da sind. Wir möchten eigentlich das Silizium zeigen und wir sind im Moment noch so ein bisschen im Clinch, dass das Silizium uns ist, dieser Deckungsgrad zum Beispiel, der hier im rechten Feld links dargestellt ist, uns zu stark. Wir finden, das nimmt es zu stark zurück. Aber die Angst, dass die Giraffe etwas zu sehr Giraffe wird, die ist natürlich da und ist auch berechtigt. Also es geht wirklich um ein Austarieren. Und damit sind wir eben wieder bei der Giraffe und unserer These zum Schluss, dass wir mit diesem hochtechnischen industriellen Produkt, was eigentlich hier verbaut wird, in einer Analogie, in einen Dialog kommen wollen zur malerischen Wirkung dieser Kassettierung, die hier im Torbogen der Blumengasse jeden Tag sichtbar ist. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Interesse. Ja, vielen Dank, Herr Vollenwader, für diese Einblicke in ein interessantes Projekt, das wir sicher später vielleicht auch noch ein bisschen näher, noch näher kennenlernen. Und für mich auch ein Einblick darin, ja, was eine Giraffe mit Architektur zu tun haben kann. Sehr spannend. Wir kommen zu unserem nächsten. Sie werden das bemerkt haben. Das ist also nicht der Apéro Riche, den Sie später noch erwartet, sondern es sind die Utensilien unseres nächsten Gastes. Er ist sozusagen der Erfinder der Nation. Sie kennen ihn sicher alle vom Fernsehen. Bei Jacopo Müller hat er jeweils seine Erfindungen zum Besten gegeben und er hat ein ganz wunderbares Motto, das da lautet: Kein Mechanismus ist zu kompliziert, um das Leben zu vereinfachen. Wir schauen mal, was er uns heute mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Stefan Heuss. Bitte schön. Ja, guten Abend miteinander. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Heuss. Ich bin Produktentwickler und Erfinder. Ich komme also nicht aus der Baubranche. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass ich auch heute Abend da an die Baumesse nach Basel eingeladen worden bin. Wir alle, Sie als Baufachleute, Architekten, Ingenieure und ich als Erfinder, wir sind ja unter anderem auch Problemlöser. Und da sind ja immer die kreativen Prozesse ähnlich. Sie zum Beispiel stehen immer zwischen der Ästhetik, Funktion und natürlich auch dem Budget. Das ist bei mir auch manchmal so. Allerdings lasse ich dann vielfach die Ästhetik gerade mal weg. Und das Budget ist meistens auch nicht so viel vorhanden. Und das macht es natürlich gerade ein bisschen einfacher. Da bleibt eigentlich nur noch die Funktion übrig, oder? Und wenn ich die Funktionalität mal habe, dann habe ich dann allerdings noch das Problem, da muss ich zu dieser Funktion her natürlich auch noch ein gutes Problem finden, das ich dann mit dieser Funktionalität lösen kann. Sie sehen, ich werde hier den thematischen Bogen ein bisschen weiterspannen, ein bisschen mehr weg vom Gebäude und ein bisschen näher an mein Fachgebiet, der Findung von Tools and Gadgets. Und ich hoffe, dass ich mit ein paar Fallbeispielen aus meiner Branche zusätzlich sich inspirieren kann, wie man ressourcenschonende Produkte entwickeln kann. Weil ich finde es wirklich extrem wichtig, dass wir wirklich mit sämtlichen Ressourcen sorgsam umgehen. Zum Beispiel auch mit unseren Mitarbeitern oder den Mitarbeitern von Partnerfirmen. Und darum steigen wir gerade als erstes Thema in Präventivmedizin rein. Das Thema wäre Wellness auf der Baustelle. Sie wissen, dass Arbeiten auf dem Bau, das kann ganz schnell zu muskulären Verspannungen führen. Das fängt meistens so hier oben beim Hals an, Hals-Schulterbereich. Und wenn man dann so richtig anfängt zu murksen mit dem schweren Werkzeug und der Elektromaschine, wie man irgendwie noch ein Loch rausspitzen muss, das auf dem Plan nicht drauf war, dann geht das manchmal hinten den ganzen Rücken durchab, über den Füdlibacken bis runter zum Wädli. Und damit jetzt der Bützer auf der Baustelle wieder lockerer und auch cooler drauf ist, bin ich dran, für ganz verschiedene Baumaschinen sogenannte Wellness-Adapter zu entwickeln. Ein Wellness-Adapter ist ein präventiv-medizinisches Wechselwerkzeug für den Selbstanwender. Als erstes habe ich mal etwas für die Säbelsäge hier entwickelt. Und zwar den praktisch Massagehändchen. Sie sehen, an dem Massagekopf selber ist es an einem feinen Rindsleder gehalten. Ich darf es gerne mal anlangen.
und hat so eine angenehm weiche Silikonfüllung. Man kann den ganz schnell auswechseln, dank dem leider nicht von mir patentierten Hilti-Quick-Klick-Kopf. Ein Klick, Sageblatt ist draussen. Und ein zweiter Klick. Und der Massagekopf ist montiert. Jetzt, was dann also runterlampen, das ist der Rückstellhebel. Der kommt jetzt da hinten in die Spezialhalterung hinein. Die Spezialhalterung, die ist jetzt von mir. Da habe ich das Patent drauf. Und die braucht es natürlich ab jetzt bei jedem Gerät. Wenn wir da die Sicherheitsschrauben immer schön anziehen. Und schon steht am Bützer auf der Baustelle das währschafte und hocheffiziente Massagegerät zur Verfügung. Mit dem kann er sich ja jetzt nach jedem Arbeitsgang immer wieder selber therapieren und hat so natürlich seine Gesundheitsbilanz immer schön auf Null. Sie dürfen es gerne nachher mal umgehen. Es ist wirklich eine Wohltat da. Die Schultern, der Hals. Und mit dem ergonomischen Bananendesign komme ich auch jetzt an ganz schwer zugängliche Stellen an und kann man da wirklich wunderbar da hinten den Rücken Wirbel für Wirbel durchabmassieren. Und schon bin ich wieder total locker drauf. Wie gesagt, das Ganze ist ein grosses Projekt. Ich bin schon wieder an der Entwicklung des nächsten Tools. Im Moment arbeite ich an dem. Das ist eine Peeling-Scheibe für den Winkelschleifer. Ich muss allerdings dazu noch sagen, es gibt da noch ein kleines Problem mit der höheren Drehzahl. Dankeschön. Die nächste Erfindung richtet sich ganz klar an junge Eltern. Für eine gesunde Ernährung von ihren Kindern, die ja vielleicht später mal werden ihr Baugeschäft oder das Architekturbüro übernehmen, und gegen Food Waste. Das Grösste für kleine Kinder ist ja, wenn sie mit der Waldspielgruppe oder mit dem Kinski so einen Morgen lang in den Wald gehen, dort ein bisschen spielen, oder? Und der Höhepunkt von dem Waldtag ist ja am Schluss, wenn man so zusammen ums Feuer sitzt und gemeinsam Bratwürste bröteln, oder? Was für die Kinder ein absolutes Highlight ist, ist für uns Eltern natürlich der totale Horror, oder? Weil wir wissen natürlich alle, wie die Bratwürste aussehen, die die Kinder im Wald draussen essen, das ist absolut indiskutabel. Und darum habe ich jetzt hier den praktischen Bratwurst-Niedergaradapter entwickelt. Der Bratwurst-Niedergaradapter ist sehr energieeffizient. Man tut da Bratwurst einfach in das Rohr rein, macht das Deckel drauf und fertig. Die Dickwandung tut jetzt die Wärme schön regelmäßig um die Wurst herum verteilen und es kann wirklich nichts mehr anbrennen. Und wir rühren jetzt die Wurst schon von Anfang an da voll in die Flammen hinein. Jetzt geht das Würstchen da so ein bisschen vor sich hin, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, jetzt richten wir da die Waldlichtung ein bisschen einrichten. Wir suchen uns jetzt irgendwo einen Baumstrunk, da hinten hat es jetzt gerade einen, und den tun wir jetzt an so einer kleinen Bratwurst-Verarbeitungszentrale ausrüsten. Das ist übrigens die Adapterklemme, da wird nachher der heiße Adapter eingeklemmt. Jetzt so eine niedergegarte Wurst, die hat etwa 40 bis 45 Minuten. Dann ist sie lind, dann kann man sie rausnehmen. Und für das hat es da im Toolkit dabei das praktische Aufsteckblech. Und mit dem Aufsteckblech kann man jetzt so einen Hundskommunen Haselprügel zu so einer praktischen Wurstkralle upgraden. Und mit dieser Wurstkralle könnt ihr jetzt sogar die kleinsten, wirklich den manchmal fast weissglühigen Niedergaradapter da aus dem Feuer rausholen, ohne dass sich die kleinen Finger verbrennen. Jetzt sehen Sie, jetzt hat es hier den Ausschnitt. Der passt uns natürlich jetzt ganz genau da in die Adapterklemme rein. Jetzt fahren wir da rein, tun das Hebel hinten runter und jetzt hebt das Pickelherd. Sie sehen, Sicherheit steht bei mir immer an oberster Stelle. Und darum haben Sie hier im Toolkit noch weitere Sachen. Da zum Beispiel so einen feuerfesten Händchen und den Spezialschlüssel dabei. Mit dem Spezialschlüssel bringt jetzt die Pädagogin hier im Wald draußen auch fest verhockten Deckel locker auf. Sie machen immer beide Deckel auf. Und das ist noch wichtig, immer mit der rechten Hand schrauben. Jetzt nehmen wir die da mal weg. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen, wenn so eine Wurst gart, dann quillt die ja so langsam auf, oder?
Das heisst, die klemmt jetzt da in dem Rohr rein, oder? Und damit man jetzt die Wurst jemals wieder aus dem Adapter rausbringt, habe ich da zusätzlich noch den praktischen Wurstheber entwickelt. Der Wurstheber ist ein ganz simples Tool. Das kann man da mit ein, zwei Schlägen auf dem gleichen Baumstrunk montieren. Dann tut da die Pädagogin unbedingt wieder mit rechts natürlich da den Niedergaradapter oben reinschrauben. Und fertig. Jetzt Kleingruppen, Familien und so weiter können das Set gerade so, wie es da steht, brauchen. Wenn sie jetzt mit einer grösseren Klasse unterwegs sind, mit einem Verein oder einfach einer Grossgruppe, dann würde ich Ihnen empfehlen, zusätzlich da noch das Multi-Kit-Step-Pedal dazu zu kaufen. Das kann man da ganz einfach noch aussen anklicken. Und so können sich also jetzt wirklich die Kinder selbstständig da die Wurst oben rauslassen. Es ist absolut sicher und sie haben überhaupt nichts mehr damit zu tun. Ich wünsche einen guten. Danke. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Das wäre jetzt mal der erste Teil von dieser Produktepräsentation. Sie sehen mich dann später nochmal. Vielen Dank. Merci. Ja, vielen Dank, Stefan Heuss. Tatsächlich, er kommt noch einmal und macht uns dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Appetit für den Apéro Riche. Besten Dank schon mal fürs Erste. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt in die Podiumsdiskussion herein. Es ist sehr eng gestuhlt, das ist eine gewisse Energieeffizienz, die wir hier präsentieren auf dem Podium. Wenn ich doch vielleicht alle Podiumsteilnehmer gleich auf die Bühne bitten dürfte, ich stelle gerne mal diejenigen vor, die Sie noch nicht gesehen haben. Das ist Katrin Gügler hier, Direktorin Amt für Städtebau Stadt Zürich. Herzlich willkommen. Wir haben Niklas Haller, Architekt und Bereichsleiter Solar der Firma BS2 AG. Dann haben wir die bereits Bekannten. Kommen Sie nur auf, nehmen Sie Platz, wo immer Sie wollen. Ingemar Vollenweider haben wir bereits gesehen, Geschäftsführer jetzt in Vollenweider Architektur. Dann haben wir Stefan Gadosch, Präsident, Schweizerischer Ingenieur- und Architekturverein, Architektenverein. Und dann, last but not least, Benoit River. Herzlich willkommen noch einmal, Direktor Bundesamt für Energie. Ich habe den Anlass begonnen mit diesem Anlass, den ich gefunden habe von 2011, wo ja auch schon so ein bisschen Kritik an der ganzen Frage aufgekommen ist. Wir haben auch gehört, dieses Zitat, wir Architekten, wir leiden unter der derzeitigen Situation. Es gab damals noch mehr zu sprechen. Damals war der Energiestandard, die dichten und dicken Hüllen sowie der Lüftungszwang wurden heftig kritisiert, damals 2011. Einer sagte, dürfen wir überhaupt noch konstruieren? Und der andere hat dann gesagt, ja, es gibt durchaus auch Selbstkritik. Nach der Ölkrise hat die Architektur schlicht aufgehört zu denken. Ganz, ganz klare Worte damals 2011. Man hat das Gefühl, wenn man damals so ein bisschen reinliest, da war das Thema noch nicht so auf dem Tapet oder die Architekten, die Architektinnen haben es noch nicht, haben noch wenig Verständnis dafür gehabt. Herr Ahler, Sie sind sehr in diesem Bereich tätig. Ist es heute besser? Sagen Sie es uns. Also gut, wir haben jetzt gerade ein Beispiel gesehen, wo das ganz bestimmt nicht so ist. Nicht, weil ich Ingemar auch sonst kenne und deswegen nicht sagen darf, dass er nicht denkt. Ich glaube, das haben wir gesehen. Aber wir haben eben genau gesehen, dass die Konstruktion, die Sie sonst wahrscheinlich auch einmal an der letzten Schicht dann mal aufhören, noch viel weiter geführt haben und bis... es gibt auch noch ein Zitat, ich gehe in den Steinbruch, also ich gehe in den Siliziumsteinbruch, das heißt ins Material rein. Und das ist ein ganz gutes Beispiel. Es kommt stark auf, finde ich, aber es ist natürlich eine ganz kleine Anzahl an Architekten, die sich so eingehend mit der Materie beschäftigen. Also auch heute noch? Ich finde schon, ja. Herr Gadosch, können Sie das bestätigen? Also irgendwie Sie haben ja so ein bisschen den Überblick über die Branche. Sind da noch ein bisschen Berührungsängste da? Also die sind garantiert da, aber ich glaube, also wenn man heute den klassischen Architekten in unserem Land hat, der muss sage und schreibe 400.000 Gesetzesartikel, Normierungsartikel, Produkte, Richtlinien, 400.000 muss er einhalten. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Also er ist wahrscheinlich 20 Jahre jünger wie ich. Wir tun uns schwer mit solchen Dingen. Die machen das einfach, die Jungen. Sie sind halt auch aufgewachsen mit der Fragestellung und
also die Giraffe ist viel interessanter als ob jetzt die Energieeffizienz. Das macht man einfach nebenbei. Und das finde ich schon ganz bezeichnend und auch atemberaubend, dass egal wie die Auflagen steigen, man findet Leute, die das lösen können. Aber wenn Sie sagen, wir tun uns noch ein bisschen schwer, vielleicht war es ironisch gemeint, aber das, also der Branche ist ja auch ein bisschen der Ruf, haftet der Ruf an, das sind ganz, ganz kreative Typen, die da drin sind, die da drin stecken. Kann man da so einfach sagen, ja, das mit diesem neuen Zeugs will ich jetzt nichts zu tun haben? Also ich glaube, es gibt immer, wenn sich Neues einstellt, gibt es immer die zwei Lager. Es gibt die eher Konservativen, die sagen, ja, also das Neue muss jetzt nicht wirklich sein. Und es gibt eben die, die auch bei den noch so auf den ersten Blick unsexien Elementen eine Giraffe sehen. Und das ist für mich am Schluss das Entscheidende. Also Kreativität kann man nicht auf los geht's los und dann ist sie da. Das ist ein Prozess, man hat das bei ihm gesehen. Also die schäumen ja über, wenn sie da anfangen zu denken. Aber da ist ganz viel Arbeit drin. Und da müssen sie auch Partner haben, auch Leute, die weiter um die Ecke mitdenken. Und ich glaube, es gibt eigentlich immer eine Lösung. Bei jedem noch so einschränkenden Vorgabe, aber die Luft wird schon dünn. Also es können nicht alle und es können nicht unsere, sagen wir mal, 12.000 Architekten im Land, sie haben nicht alle den Schnauf, um so tief reinzugehen und so zu Ende zu denken. Bleibe ich noch kurz bei dieser Spezies Architekt, nicht Spezies Giraffe. Frau Bügler, Sie haben sozusagen, Sie kennen ja beide Welten. Sie sind Architektin, haben jetzt sozusagen wie die Seite gewechselt und haben jetzt wahnsinnig viel mit Architektinnen und Architekten zu tun. Wie nehmen Sie die wahr? Also anders gefragt, oder sehen Sie Architekten, Architektinnen jetzt anders in der neuen Funktion? Sie sind noch nicht lange dort, Sie haben letztes Jahr angefangen. In Zürich habe ich neu angefangen, allerdings bin ich schon länger in diesem Geschäft tätig. Es gibt ja nicht die Architekten, also so vielfältig wie die Möglichkeiten sind auch die Architektinnen und Architekten. Ich glaube, was ja meine Funktion ist, ich schaue ja auf diese Tätigkeiten auch als Vermittlerin zwischen der Bevölkerung und eben den Fachleuten. Selber bin ich Fachfrau, umgekehrt bin ich auch natürlich in engem Dialog mit der Politik und dahingehend ist es auch meine Aufgabe, hier zu vermitteln und eben ein gewisses Augenmaß auch immer wieder in Betracht zu ziehen. Wie schwierig ist das? Ich glaube, also wir haben ja hier ganz klare Vorgaben. Also zum Beispiel in diesem Bezug der Ästhetik gibt es ja diesen Ästhetikparagraphen, den Paragraph 238 im Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich. Und der gibt uns im Amt für Städtebau ja die Aufgabe, eben zu kontrollieren, was da so gemacht wird. Diesen Satz müssen Sie noch kurz zitieren. Was denn eigentlich, den haben Sie mir vor der Veranstaltung gesagt und ich finde ihn. Ja, also was ich Ihnen ja gesagt habe, diese Einordnung, die wird ja eben entsprechend den Anforderungen definiert als befriedigend, gut oder besonders gut, je nachdem. Und dieses Befriedigend ist eben nicht für den Architekten, für die Architektin, sondern für den durchschnittlichen Allgemeinbürger. Also der durchschnittliche Allgemeinbürger muss dann letztendlich zufrieden sein mit dem, was da entsteht. Und ich glaube, das zeigt schon, dass eben die Palette relativ groß ist. Und ich denke, das ist auch gut so für die Stadt. Also die Stadt verträgt auch einiges. Und es ist eben nicht so, dass nur das Meisterwerk sich an Meisterwerk reiht, aber das war nie so und ist auch, denke ich, nicht notwendig. Es zeigt aber auch, dass Architektur, die ganze Branche, die Baubranche, so in einem Spannungsfeld drin ist. Eben da spielen ganz viele verschiedene Seiten rein. Wenn ich jetzt vorher gehört habe, wie viele Gesetze es zu berücksichtigen gilt, was es überhaupt für Gesetzesartikel gibt. Herr Röber, es kommt dann ja oft auch so ein bisschen, vielleicht auch aus der Branche, der Ruf, ach, kontrolliert uns nicht zu stark und wir können uns gar nicht ausleben, wir können auch nicht so kreativ sein, wie wir wollen. Haben Sie Verständnis für eine gewisse Skepsis diesbezüglich? Ja, Verständnis schon, aber die Regularien, die werden auf verschiedenen Niveau auch erstellt und natürlich haben die Kantone und nachher auch die Gemeinden, Städte eine wichtige Rolle, um dazu zu vereinfachen. Schlussendlich sind auch diese Labels da, um da einen Rahmen zu geben, dass da auch eine mögliche Vereinfachung gibt.
Sie sind ja bestrebt, diese ganze Energiewende so positiv wie möglich darzustellen. Es ist eine Tatsache, da können wir auch nicht mehr zurückkehren. Es gibt da sicher auch Stimmen, sicher auch in dieser Branche, die vielleicht nicht gar so positiv ist. Also im Allgemeinen, merken Sie vielleicht auch in den Rückmeldungen, dass zum Teil auch diese Energieeffizienz ein bisschen wie als Strafe angeschaut wird, oder ja, noch etwas mehr, was wir uns jetzt auch in unserer Arbeit noch aufzwingen lassen müssen? Oder ist man doch schon offener? Ja, es gibt viele Meinungen dazu, aber ich sehe es schwer, wie man da als Strafe sehen kann, dass man weniger Energie verbraucht. Und das ist wahrscheinlich auch ein Problem in der gesamten Planung, in der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure, ist, dass die Elemente bezüglich Energie, Energieeffizienz oft zu spät in der Planung kommen und nicht als Opportunität wahrgenommen werden, aber eben als Bedingung oder als Song. Das würde mich noch wundern, vielleicht von Herrn Vollmeier und Herr Hall. Sie sind beide in diesem Gebiet tätig, wollen das auch ganz bewusst als Teil Ihrer Arbeit sehen. Wo sind die größten Hindernisse? Oder anders gefragt, wer stemmt am meisten dagegen? Jetzt in dieser ganzen Kette von Menschen, Leuten und Stellen, mit denen Sie zu tun haben. Darf man das und kann man das überhaupt sagen? Ja, wir sind ja in der Schweiz. Ich hoffe, wir dürfen alles sagen. Also das eine ist diese 400.000 Gesetze. Es ist eben so, dass halt viele sich widersprechen. Das ist, wenn ich in einem denkmalgeschützten Haus eine Tür machen will, die barrierefrei ist, die vielleicht gleichzeitig den Brandschutz, also die Bewegungsrichtung der Fluchtrichtung einhält und dann vielleicht noch energetisch aufgearbeitet werden müsste, das, was die Denkmalpflege nicht mag, habe ich jetzt nur von drei Aspekten gesprochen. Und am Schluss muss trotzdem eine Tür einfach gebaut werden in diesem denkmalgeschützten Haus. Das ist das Thema, jetzt kann man sagen, da geht viel unsere Kreativität rein, generell. Ich wollte vorhin noch mal schnell einsetzen, weil ich glaube, ich versuche es ganz konkret zu machen. Also ich habe bewusst auch zwei sehr unterschiedliche Häuser von uns gezeigt, das eine nur sehr kurz. Ich glaube, dass man, ich würde für uns noch mal differenzieren, ich habe sehr viel Sympathie für die Fragestellung, das ist ja auch ein Architekt, der Kantonsbaumeister geworden ist, Werner Binotto, der die Frage ja letztlich stellt, wie viel Technologie braucht ein Haus? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil Technologie kostet ja auch Energie. So. In dem Moment, wo das Haus aber Energie produzieren soll, beginnt eine zweite Fragestellung. Auch dafür brauche ich dann vor allem Technologie, aber ich kann heute, ob ein Wohnhaus heute tatsächlich eine kontrollierte Lüftung braucht, um energieeffizient zu sein, bezweifle ich. Ja, weil dieses System muss eingebaut werden, muss unterhalten werden, ist was ganz anderes als für ein Bürohaus beispielsweise, das eine ganz andere Nutzung hat. Und von daher die Frage immer auch zu stellen, wie viel Technologie ist notwendig, ist absolut zentral, weil das ist energieeffizient gedacht. In dem Moment, wo wir aber von den Häusern verlangen, dass sie nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren, beginnt wie nochmal eine zweite Geschichte. Und jetzt habe ich nicht auf Ihre Frage geantwortet, was das größte Hindernis ist. Also es ist tatsächlich so, ich meine, wir sind froh, ich bin schon auf dem Podium hier in der Stadt gewesen, habe die Stadtbildkommission verteidigt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es die gibt, weil die den Überblick behalten muss und die sorgt dafür, auch wenn sich der ein oder andere gegängelt fühlt, dass das Haus nebendran auch nicht so viel hässlicher werden kann als meines und dadurch wird ja auch der Immobilienwert meiner eigenen Liegenschaft irgendwo, um es jetzt einfach mal sehr marktwirtschaftlich auszudrücken. Aber natürlich merkt man schon, dass dieses, wenn es dann darum geht, Katrin hat gesagt, den Menschen nicht, es muss ihnen dann auch gefallen, aber natürlich, wenn wir uns politischen Prozessen aussetzen, gibt es schon auch immer das Problem, dass wir irgendwo mit dem Durchschnittlichen arbeiten müssen. Weil das Ungewohnte, die Giraffe erzeugt man zunächst, wenn man davon hört, Irritation. Und deswegen es sind oft auch Dinge, die nicht ausgesprochen sind, die dann zu Hemmungen führen. Und wie soll ich sagen, das hat ja Mani Matta besungen, die Hemmungen haben auch was Gesundes, weil man nicht jeden Blödsinn macht. Ich glaube, dafür sind wir in der Schweiz bekannt. Aber uns Schweizern würde wahrscheinlich es
gut anstehen, ab und zu auch mal kontrolliert, weil was anderes machen wir ja nicht, die Hemmungen zu verlieren. Heißt das umgekehrt, Herr Haller, Sie verschreiben sich aus der Gebäudetechnik und diesen neuen Möglichkeiten. Heißt das umgekehrt ausgedrückt, wir sind noch gar nicht so weit und da sind ganz viele Hemmungen noch da, weil man vielleicht auch die Möglichkeiten noch nicht genau sieht? Also gut, ich bewege mich ja zwischen Architekten und Ingenieuren. Ja. Ingenieure. Von Haus aus bin ich eigentlich Architekt, habe dann aber bei einem Maschinenbauingenieur promoviert. Und zwar der Grund dafür war, dass ich als Architekt ein neues Konzept kennengelernt habe, das umsetzen sollte, aber doch ein bisschen zu wenig darüber wusste. Und die Möglichkeiten, die sich mir dann ergeben haben, war natürlich Aneignung von eigenem vom Wissen des Gegenübers. Das ist eine Möglichkeit und die, finde ich, ist extrem wichtig. Also wenn wir Sie haben dieses BIM-Modell gezeigt, da waren die Autoren dahinter sind wahrscheinlich 30, 40 Leute. Das BIM-Modell, ja. Ja, ja. Und zum Schluss hat man so ein Ding, das zuerst ein digitales Modell und dann irgendwann mal wird ein Haus daraus. Da sind so viele Leute und in unterschiedlichen Funktionen und mit unterschiedlichen Perspektiven beteiligt. Und die klassische Rolle der Architektin, des Architekten wird ja oft beschrieben als Generalist. Ich muss wissen, wer alles beteiligt ist und ich möchte die Kontrolle über das auch behalten. Da muss ich aber wissen, welche Rolle hat jeder andere am Tisch, Und ich muss zumindest die Fragen kennen, mit denen die sich beschäftigen. Mhm. Und das war meine persönliche Motivation, da in diese auch Brückenfunktion reinzuspringen. Und jetzt bin ich nicht mehr Architekt und noch nicht Ingenieur. Ich darf auch nicht Ingenieur werden, glaube ich. Aber ich verstehe, wie die Ingenieure an die Frage rangehen und ich weiß von Haus aus, was den Architekten motiviert. Und das merke ich jetzt auch bei meiner heutigen Arbeit als Vermittler von einem Technologieunternehmen, oder wo ich dann wiederum mit Architekten zusammenarbeite. Sobald der Architekt, also Herr Revoir, ich glaube nicht, dass irgendein Architekt hier im Saal extra gerne ein Haus bauen würde, das viel Energie verbraucht. Das glaube ich nicht. Aber das Problem ist bei vielen, oder so, zumindest wird es so geäußert, wenn ihm gesagt wird, was er machen muss, damit sein Haus nicht viel Energie verschwendet, dann ist es schon, das ist für viele natürlich zu eng. Das ist für mich persönlich total. Also wenn ich ein Ziel, also wir geben uns auch selber Ziele, wenn dieses Ziel irgendwie klar verständlich ist und ich auch weiß, wo ich die richtigen Leute, die richtigen Tools dafür kriege, um dieses Ziel zu erreichen, dann muss mir keiner sagen, wie ich das machen soll. Also man macht das gerne, aber ohne Auflagen sozusagen. Ja, nicht ohne Auflagen. Das Ziel muss natürlich, das haben Sie definiert, mit Senkung des Energiebedarfs, Senkung der Emissionen. Das muss ganz klar sein. Aber wie ich dort hinkomme, das soll doch wie alle anderen Fragen, die ich als Architekt und Architekt lösen muss, mir nicht irgendwie vorgegeben werden. Aber das tönt jetzt ein bisschen nach einem Zielkonflikt. Frau Gübel, Sie haben ja mit diesen Themen zu tun. In Zürich, die Stadt hat sich sehr der Nachhaltigkeit verschrieben. Es gibt diese 2000-Watt-Gesellschaft auch. Also das spielt ja wahrscheinlich alles in Ihre Arbeit mit rein, auch in die Gebäudetechnik, in die ganzen Strukturen. Spüren Sie das auch, dass da offenbar ein Spannungsfeld vorhanden ist? Wenn ich das höre, das werden Sie wahrscheinlich auch hören in Ihrer täglichen Arbeit, oder? Also Spannungsfelder gibt es en masse. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich gegeben. Also ich erlebe das im Moment ja sehr stark. Wir sind an der Entwicklung eines kommunalen Siedlungsrichtplans für die Stadt Zürich, wo wir ja auch natürlich das Thema Energie ist ganz wichtig, ganz zentral. Ich glaube immer, es ist wichtig, eine Ganzheit zu sehen. Also zum Beispiel immer auch auf das zu schauen, was schon da ist. Also wenn ich zum Beispiel ein denkmalgeschütztes Objekt habe, also die Denkmalpflege ist ja auch bei uns im Amt für Städtebau verortet, und ich überlege mir jetzt, wie ich dieses Haus eben trimme auf neue Technologie und dabei vergesse, dass es eigentlich schon ganz vieles richtig gemacht hat. Es ist nämlich schon da, also Stichwort graue Energie, es steht in der Stadt, Stichwort Mobilität,
und da hat es schon ganz viel richtig gemacht. Und da kann ich noch so eine Hightech-Maschine irgendwo am Rande der Peripherie aufstellen. Mhm. Da bin ich im Vorteil. Und ich glaube, das ist auch wichtig, den Bauherren jeweils vielleicht auch Chancen aufzuzeigen oder eben auch Werte zu vermitteln, die da sind. Und so sind dann vielleicht auch diese Diskrepanzen nicht so groß. Mhm. Umgekehrt, wir jetzt zum Beispiel innerhalb der Stadtverwaltung haben wir ja auch ganz viele Spezialisten, also eben Spezialisten für Energie, für Erschließung, für Verkehr etc. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass eben letztendlich der Stadtrat, der ja die zum Beispiel eine Baubewilligung dann spricht, eben auch eine gewisse Abwägung macht, dass er eben nicht überall das Maximum erreichen kann, sondern dass man eben auch gewichten muss. Und ich denke, dieser Aspekt der Energie ist eben ein Aspekt, der nicht einfach per se allein stehen kann, sondern der eben im Dialog mit anderen Ansprüchen gesehen werden muss. Es ist schon einfacher, weil man hat einen Wert, wo man sich dran festhalten kann. Es gibt eine gewisse, ja, es gibt eine gewisse Wahrheit, die wurde festgehalten oder die wurde festgesetzt, wohingegen man bei der Ästhetik ja wahrscheinlich stundenlang, wenn nicht ewig, diskutieren und streiten kann. Sie kennen das alles aus Ihrer Arbeit wahrscheinlich. Über Ästhetik lässt sich nicht streiten, oder? Also ich möchte noch schnell ergänzen. Wir müssen ja Ästhetik, also ich würde das ein bisschen breiter fassen. Es geht ja um die Einordnung, es geht um die Erscheinung. Die müssen wir ja im Ernstfall dann auch in einem Rekurs belegen. Mhm. Also wir können ja nicht einfach nur behaupten, sondern es gibt Gerichte, die dann eben unsere Arbeit anschauen. Und ich denke, wir versuchen das auch immer transparent zu machen, eben nicht Stichwort Willkür, Stichwort eben auch Kriterien festzulegen, wonach wir Bauten anschauen. Und ich glaube, da gehört eben eine nicht rein ästhetische Betrachtung einer Fassade dazu. Da gehört dazu zu schauen, wie ist der Kontext, wie ist der Nachbar, was eben wird das Haus hässlicher als der Nachbar oder ein bisschen schöner oder sind die beiden dann zusammen hässlich? Ich glaube, diese Fragen, die sind ganz relevant. Ja. Ich möchte ganz kurz nochmal zurück auf die Zusammenarbeit kommen, in diesem ganzen Geflecht von verschiedenen Stellen und verschiedenen so ein bisschen Playern, die da mitspielen. Herr Röwer, ich habe ein spannendes Zitat von Ihnen gelesen, bitte korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Wir haben ja vorher ein bisschen gehört, die Vision des BFE, wunderschöner Titel Rosen, also da soll es hingehen. Sie wurden auch mal gefragt in einem Interview, was sind denn die größten Herausforderungen? Und Sie sagten, die größte Herausforderung ist der Faktor Mensch. Das größte Hindernis. Sie sagten auch, die Baubranche sei eher träge, wenn es um Veränderungen von Prozessen und neuen Technologien geht. Sehen Sie da einen großen Nachholbedarf bei dieser Branche, dass Sie sagen, um diese Vision durchsetzen zu können, müsst ihr von der Bremse? Ja, ich glaube, die Branche ist auch breit aufgestellt. Es gibt nicht nur die Architekten, ja, verschiedene Unternehmen und so weiter. Und deswegen zwischen Benutzer dieser Gebäude, dieser Wohneinheiten, dieser Arbeitsplätze und der Baubranche, da gibt es wirklich auch eine Zusammenarbeit, die nötig ist. Auf der anderen Seite, man kann schon sehen, dass es ein Korsett gibt, aber diese ganze technologische Sicht, die muss nicht im vollen Vordergrund stehen. Man muss nicht unbedingt sehen, dass ein Haus Photovoltaikanlagen hat. Das wird langsam verschwinden, wenn man sieht, was da in der Mobilität passiert, wo eigentlich rund um einen Computer 4 Räder da gebracht werden. Es wird auch ein Teil im ganzen Gebäudebereich kommen, dass man nicht unbedingt in 10, 20, 50 Jahren das nicht mehr sieht und während des Tages damit lebt und gewisse Elemente einfach da sind. Mhm. Und das hat nicht mit Ästhetik zu tun. Und man ist sehr fokussiert auf Energie momentan, aber es werden andere Dienstleistungen auch zusammengeknüpft sein. Herr Kadosch, darf ich Ihnen die Frage auch stellen? Nehmen Sie das auch ein bisschen so wahr? Also Sie sehen die Ingenieure und die Architekten und alle die Branche sehr genau. Ist eine gewisse Trägheit vielleicht noch da? Wie sehen Sie das? Also wir gelten tatsächlich nicht als die innovativste Branche, die es gibt, aber das hat immer auch Vorteile. Mhm. Das gibt nämlich Kontinuität. Ich möchte hier eine
eine große Lanze fürs Handwerk brechen. Also der Architekt ist ja sehr oft auch der Erzähler, der Narrator, der das Gebäude erzählt. Und ich würde hier eine Familienpackung Bratwürste wetten, dass das Gebäude genauso kommt, wie Sie das gezeigt haben. Und da brauchen wir ein sehr gutes, sehr präzises Handwerk, das über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut wurde, mit einer gewissen Trägheit, dass man noch weiß, wie das geht. Ich habe große Freude, wenn der Baumeister schlaflose Nächte hat, wenn er von sich aus das Gefühl hat, dass er eine Wand schlecht betoniert hat und darüber nachdenkt, wie er die wieder hinbekommt. Das haben wir in der Schweiz. Das ist auch ein bisschen ein Produkt der Trägheit, die wir haben. Es gibt Berufsstolz, den wir in vielen Ländern nicht mehr antreffen, Amerika beispielsweise. Das ist ein großer Wert. Also ich finde, Trägheit hat nicht immer nur negative Seiten, sondern das eine Kontinuität, dass wir in diesem Land ein Handwerk haben. Er kann sich darauf verlassen, dass er einen Spengler findet, der diese Bleche zubiegt und weiß ich was. Der sitzt vielleicht sogar heute Abend hier. Das ist schon eben auch spannend. Also wir können eine Kontinuität ins Gebäude bringen, wo diese Trägheit zur Qualität werden kann. Auf der anderen Seite muss Herr Fohlenweider die Solarpanels aus Asien holen, weil es diese hier nicht gibt. Wie sehr tut das weh, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, um die Energiewende auch praktisch durchzuführen? Wir brauchen asiatische Hilfe diesbezüglich. Ja, und wir haben das ist genau die Verknüpfung, weil das ist tatsächlich eine, ich sage mal, nicht Angst, aber wo ich doch Respekt habe davor, wenn man die zwei Dinge zusammennimmt, also die Technologisierung von Architektur muss tendenziell zu einer gewissen Standardisierung führen und das in der Überlagerung mit den BIM-Methoden, die wir ja selbst auch anwenden und die viele Vorteile haben, auch gerade was die Teamarbeit angeht und die Antizipation von Problemen. Aber gerade, weil Sie Amerika gerade schon angesprochen haben, dort ist BIM ja viel länger schon quasi im Betrieb und das hat noch andere Gründe, aber die hohe Standardisierung, ja, wenn Sie heute in ein Hochhaus gehen in New York, ob von Trump oder von SOM, die Details sind exakt die gleichen. Sie können auch die Farbe, die Lackierung der Profile auswählen. Und da sind wir im Moment noch wo ganz anders. Und das ist natürlich schon eine Angst der Architekten oder ein Respekt, dass diese Tendenz zur Standardisierung das Handwerk letzten Endes zerstört, so wie wir das verstehen, dass am Schluss nur noch wenige Player da sind, im Extremfall für gewisse Dinge, ja, sogar ein Player in Asien, auf die wir keinen Einfluss mehr haben. Und dann fangen wir an zu kamuflieren und wir fangen an, noch so die letzte Schicht drüber zu geben. Und das ist natürlich im bisherigen architektonischen Schaffen, die Kulturen, wie darf man ja schon sagen, dieses kleine Land ist ein Architekturland, glaube ich, nicht nur, weil die zwei Jungs hier arbeiten, die alle kennen, dass dahinter ist eine gigantische Kultur schon davor entstanden und lebt jetzt. Und die lebt genau von diesem Zusammenspiel, das Vertrauen der Bauherren, die Handwerker, die sehr kreativ und kompetent sind, und die Architekten, die aufgeklärte Generalisten sein sollten, dass sie wissen, wen sie fragen müssen, aber die alles bündeln müssen. Das ist, glaube ich, dafür stehe ich ein. Das muss einer machen oder ein Team. Und das geht dann am Schluss über die Gestaltfrage. Aber das sind Tendenzen. Ich habe dafür gar keine Lösung. Ich sage nur, das sind Tendenzen, die wir in der Schweiz eben auch im Auge behalten sollen, wenn wir unsere Kultur, unsere Baukultur frisch halten wollen und gesund erneuern wollen, in der Kontinuität eben. Bevor wir vielleicht in die Schlussrunde gehen, weil Sie mir gleich das Stichwort geben, da diese zwei Jungs hier in Basel und eben, es gibt ja noch andere ganz bekannte Vertreterinnen und Vertreter der Branche, weil wir am Anfang Max Frisch gesehen haben, da können wir wieder den Bogen schlagen von Basel nach Zürich, soll ja auch nicht zu kurz kommen. Was denken Sie, Frau Gügler, war es für Max Frisch einfacher, Architekt zu sein, damals, in der guten alten Zeit, wo man noch nicht über diese Fragen diskutiert hat? Ich weiß nicht, wie es Max Frisch gegangen ist. Ich war letztens an einer Veranstaltung der Stadtbaumeister und Stadtbaumeister, also ihnen gibt es ja nicht oder erst jetzt, aber zum Beispiel war es für den Herrn Steiner einfacher in Zürich als für mich. Ich glaube, letztendlich, die Zeit ist immer die, die man hat und man wächst mit den Ansprüchen oder den Problemen. Also ich glaube, Max Frisch hatte wahrscheinlich auch Probleme. Ich finde, es ist gesagt worden, die jungen Leute, also die sind auch fit, die leben in ihrer Welt, die,
die kennen ihre Themen, sie sind agil. Also so gesehen, ich glaube, das läuft ziemlich parallel. Mhm. Und interessant ist es immer, spannend ist es immer, da Antworten zu finden. Ich glaube auch, dass ja Themen sich auch wie setzen. Zum Beispiel, ich mag mich erinnern, vielleicht von 10, 15 Jahren, als da diese ersten Solarpaneele an den Fassaden erschienen sind, ist man war ganz nervös, was man jetzt da tut, sind jetzt bewilligungswürdig oder nicht, mhm, und so weiter. Ich glaube, inzwischen ist das kein Thema mehr. Man diskutiert vielleicht noch in den Kernzonen, wie es da aussieht, aber man gewöhnt sich auch an vieles. Mhm. Und das meine ich nicht mal einfach nur negativ. Ich glaube, Gewohnheit ist etwas Gutes, das brauchen wir auch als Menschen. Und so verändert sich das Stadtbild eben auch. Wir laufen da wie so mit. Und zuerst wird es ein bisschen schwierig und dann irgendwann ist man sich gewohnt und dann kommt schon das Nächste. Also da findet auch wirklich so ein kollektiver Prozess statt und ich glaube, das ist gut so. Wir haben viel vom Baum gesprochen. Ich hoffe, wir werden hier nicht abgebaut, denn der Geräuschpegel wird größer hier hinten. Vielleicht ist es der Hinweis, wir sollen langsam zu Schluss kommen. Weil wir von den Jungen hören und den neuen Trends und so. Herr Halle, ich nehme jetzt mal an, Sie sind der Jüngste in der Runde. Deshalb vielleicht die Frage noch an Sie so abschließend. Es wurde angetönt, ich glaube, Herr Vollmeier hat es gesagt, so der Titel, ja, zwischen Ästhetik und Energieeffizienz. Tönt ein bisschen, als schließen sich diese beiden Sachen aus. Wenn man auf Ihre Homepage geht zum Beispiel, da ist ganz klar, nein, wir können das verbinden und das eine muss das andere nicht ausschließen. Geben Sie uns doch vielleicht zum Schluss noch so ein flammendes Plädoyer, warum sich eben diese beiden Sachen nicht ausschließen müssen. Gut, also das sind jetzt hohe Ansprüche. Aber ich glaube, wenn ich den Input-Vortrag hätte halten müssen, dann hätte ich natürlich auch als erstes auf den Titel geschossen. Ich sehe eigentlich so, das Zwischen ist für mich schon fast ein Versus. Mhm. Und Das geht das für mich heute. Sein, ja. Nein, das geht für mich nicht. Und ich hoffe auch, dass die Diskussion sich endlich in eine andere Richtung bewegt. Ich hoffe auch, dass an der nächsten Swissbau, oder nein, die ist ja erst in 2 Jahren, viel schneller, also noch in diesem Jahr, viel öfters Vorträge gehalten werden, am liebsten von Architektinnen und Architekten, die ihre schönen Häuser vorstellen. Und vielleicht reden sie über die Photovoltaik oder über die Solarthermie oder eine andere Maßnahme, die den Energiehaushalt des Gebäudes beeinflusst und vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann die interessierte Leserin kann sich dann vielleicht in der Publikation noch die Energiekennzahlen anschauen. Die sind natürlich dann super gut, aber sie stehen nicht im Vordergrund. Das ist eben dann der Aspekt der Gewohnheit. Mhm. Und jetzt noch auf mein Alter angesprochen. Ich habe letztes Jahr mit quasi schon der Generation nach mir, also 10 Jahre jünger, zu tun gehabt, noch in der Ausbildung, Studierende, angehende Architektinnen und Architekten, und wir haben eben diese Photovoltaik in der Fassade als Thema wirklich in den Entwurf reingenommen, von Anfang an, von der zweiten Woche an. Nicht, dass es im Nachhinein irgendwie noch draufgepackt wird. Und ich habe Ihnen auch gesagt, jetzt mal abgesehen von einem Ingemar Vollenweider oder auch noch einigen anderen, die hier sitzen, ihr werdet in 3 Jahren in den Büros, in denen ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht gerade den ersten Wettbewerb gewinnt, angestellt sein werdet, schon in einem Gebiet einfach ein Mehrwissen haben, mit einem Semester, ein bisschen Auseinandersetzung. Mehr müsst ihr gar nicht wissen. Ihr müsst einfach eben wiederum wissen, wen ihr dann fragen wollt. Aber ihr müsst, das Einzige, was ihr machen müsst, ist eine Haltung entwickeln, wie ich mit diesen Fragen und den dazugehörenden Technologien umgehen kann. Und auf diese Generation zählt dann schlussendlich auch der Bund, Herr Röber, ja. Auf diese Offenheit. Darf ich noch mal kurz? Ja, sicher, Entschuldigung. Aber wir haben auch die Zahlen gesehen von Herrn Röber. Ich habe das jetzt das erste Mal gesehen, ab 2050 kein oder fast kein Erdöl und Erdgas mehr für direkte Heizung. Das ist die Vision. Finde ich super. Ich hoffe, dass es keine Vision bleibt, also, oder dass die Vision irgendwann mal Wirklichkeit wird. Also dass jetzt diese Aufgabe jetzt der jungen Generation irgendwie 40 minus aufzubürden, das fände ich jetzt ein bisschen schwach. Mhm. Also es reicht auch dass nicht. Dass sich die ältere Generation aus der Verantwortung leicht und sagt, da sollen sie jungen. Das funktioniert auch nicht, ja, weil das sind nicht mehr so viele Jahre bis dahin. Ja. Und die sind nicht alle pensioniert bis dahin.
Also, wir sollen uns alle darum kümmern. Dieses Plädoyer, diesen Aufruf nehmen wir gerne mit. Ich höre auch schon spontan einen Zwischenapplaus. Also, wir alle sind da gefordert. Ich würde vorschlagen, wir sind ein bisschen über die Zeit. Es tut mir leid. Ein Projekt wurde ein bisschen zu lange vorgestellt, ja, glaube ich, heute. Aber wir haben das sehr gerne geschaut, Herr von Alles auf mich. Es soll kein Vorwurf sein. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Vielleicht zuerst mal mit einem tobenden Applaus an alle. Dankeschön. Und ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, wie gefährlich es jetzt hier wird, wir gehen von der Bühne alle zusammen und das wäre dann der Aufruf nochmal an Stefan Heuss. Er wird uns nochmal ein oder zwei seiner Erfindungen vorstellen. Bitte schön. Danke vielmals. Ja, eine weitere Möglichkeit, ich switche es gerade wieder ins Zürichdeutsch, Energie und Ressourcen zu sparen, ist einerseits natürlich Upcycling oder die Umnutzung von bestehender Infrastruktur. In meiner Werkstatt zum Beispiel steht die Dekopiersäge. Oder die brauche ich den Tag durch zum Entwickeln meiner Erfindungen. Ich habe jetzt herausgefunden, dass ich mit einer kleinen Änderung die auch am Feierabend noch zu musikalischen Zwecken kann brauchen kann. Ich werde Ihnen das gerade mal schnell zeigen. Ich habe wirklich nur das Stängel, das ich vorne hin machen muss. Dann muss ich die Maschine noch kurz einkalibrieren. Und dann kann es schon losgehen. Achtung! Achtung, Solo! Und fertig. Sie sehen also, bei dem Trommelautomat spare ich jetzt natürlich im Gegensatz zu einem handelsüblichen Schlagzeug nicht nur einen ganzen Haufen Material, sondern auch bei meinen persönlichen, geistigen und zeitlichen Ressourcen, weil mit dem Dekopiertrommler muss man wirklich überhaupt nicht üben und kann gerade sofort öffentlich auftreten. Jetzt muss ich hier ganz schnell umbauen. Ich habe gemerkt, dass hier der Baumess wirklich ein grosses Thema ist, einfach die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Das zieht sich eigentlich da durch alle Hallen durch. Überall ist das ein wirklich riesiges Thema. Und man fragt sich natürlich immer gleichzeitig auch, kann man neben dem besseren, energieeffizienteren Bauen, neben dem cleveren Heizen und Lüften, kann man da auch auf privater Basis noch seinen Beitrag leisten, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Ich habe in diesem Bereich ein bisschen geforscht und meine Antwort ist ja, man kann. Ich habe da etwas entwickelt und ich werde die Erfindung ganz sicher nicht patentieren lassen, weil es ist natürlich wichtig, oder, dass man einen ökologischen Nutzen bekommt, dass Sie heute alle da rein, heute Abend, das daheim gerade werden nachbauen. Ich zeige Ihnen jetzt nämlich, wie Sie aus einem handelsüblichen Staubfeuerlöscher könnt ein umweltneutralen, treibgasfreien Raumspray mit frischen biologischen Früchtenaroma bauen. Wenn es bei Ihnen daheim jetzt nicht gerade brennt hat, dann müssen Sie den Feuerlöscher natürlich zuerst entleeren. Keine Angst, das mache ich jetzt nicht da rein, ich habe das da außen schon gemacht. Und was ich auch schon gemacht habe, ist da, ich habe den Schlauch gerade abgeschraubt da vorne und da ins Gewind habe ich so einen Druckluft-Standardanschluss reingeschraubt. Das können Sie dann auch machen und so ist es eigentlich schon parat. Jetzt
wenn Sie heute Abend heimgehen, ist gut, ist vielleicht schon ein bisschen spät, müssen Sie es morgen machen, gehen Sie noch schnell in ein Haushaltswarengeschäft und kaufen sich dort so eine Marinierspritze. Bei jeder Marinierspritze hat vorne so eine Hohlnadel dran. Die nehmen Sie und machen mit so einem richtigen Adapterschläuchli und so einem Standard-Pressluft-Nippel, also Nippel und Muffen, oder? Das darf Sie nicht verwechseln, mit dem basteln Sie so einen Früchteadapter. Es sieht bei jedem natürlich wieder ein bisschen anders aus, kein Problem. Wichtig ist einfach, dass das hier schön zusammenpasst. Jetzt tun Sie an Ihrem Hauskompressor oder an Ihrer Tankstelle da den Feuerlöscher mit 8 Bar umweltfreundlicher Pressluft füllen. Und dann kommt da der Früchteadapter vorne rein. Und schon ist das Gerät eigentlich betriebsbereit. Jetzt, dass das Ganze nicht zu fest nach Feuerlöscher aussieht, kann man das noch ein bisschen dekorieren. Ich habe hier mal so einen Vorschlag mitgebracht. 1, 2, 3. Und schon ist aus dem grusigen Feuerlöscher ein hochästhetischer Eyecatcher geworden, den man wirklich gerne so in den Stuben oder im Badzimmer umeinander stehen hat. Jetzt fehlen natürlich noch die Früchtearoma, die ich vorhin angesprochen habe. Dazu eignen sich sehr gut Zitrusfrüchte. Ich habe hier Zitronen besorgt. Man kann auch Orangen, Grapefruit, Mandarinen sind im Moment natürlich jetzt schon ein bisschen matschig. Im Sommer nehme ich Melonen, Kakis oder überreife Bananen. Eignet sich wirklich nicht dazu. Jetzt, damit das Fruchtaroma überhaupt rauskommt, schneiden wir vorne mal da Scheiben ab und legen da schön das Fruchtfleisch vorne freilegen. Jetzt kommt da Zitrone vorne auf den Spray. Und jetzt, wenn wir das einfach da rein ein bisschen supponieren, stellen Sie sich vor, da rein wird es jetzt schon ein bisschen müffeln. Das wäre alles kein Problem. Und schon schmeckt es da rein wieder fruchtig fein. Dankeschön. Wir sind schon langsam, aber sicher am Ende von dieser Veranstaltung. Und da kommen wir jetzt schon langsam zu meinem Spartipp, den ich Ihnen gerne auf den Heimweg geben möchte. Wie wir alle wissen, die Steuererklärung wird schon gleich im Briefkasten landen. Und dann merkt man dann nämlich wieder, wo das Geld hingeht. Und wenn man beruflich bedingt, wie Sie alle hier rein, regelmäßig auswärts essen muss, kann das wirklich extrem ins Geld gehen. Am günstigsten fahren Sie natürlich immer noch, wenn Sie noch in ein Selbstbedienungsrestaurant gehen und dort so etwas vom Buffet nehmen. Ich habe jetzt herausgefunden, es gibt Anbieter, da muss man nicht am Schluss noch das Teller auf die Waage bringen, sondern die machen einem einen Pauschalpreis pro vollem Teller. Der Haken an dieser Sache ist einfach, dass die Teller, die sie einem da geben, wirklich so munzig klein sind, dass wirklich fast nichts drauf Platz hat. Und darum habe ich da das modulare Sparkragensystem entwickelt. Sparkragen sind so hochflexible Stapelhilfen für das kleine Tellerli. Sie sehen es, da kann man mit 2 Druckknöpfen zusammen machen, dann hat es da so Töckli, tut man das über das Tellerli abstülpen und schon hat sich das Ladevolumen von dem munzigen Tellerli etwa vervierfacht. Jetzt kann ich da mal etwas mehr zusammenstellen, noch ein paar von diesen Madeleine da. Sie sehen, es hat unglaublich viel Platz. Ich muss wirklich nicht sparen, ich nehme gerade alle. Vielleicht noch etwas Gesundes oben drauf, ein paar von diesen Kiwis. Sie sehen, ich tue jetzt absichtlich das erste Dessert schöpfen, wenn man mit dem Sparkragensystem schöpft, oder? Dann schöpft man sich eigentlich das ganze Menü retour, oder? Wichtig, das muss ich vielleicht noch sagen, ist, dass man bei jedem Stock das super ausschiftet. Da eignet sich jetzt da so ein Tiroler Cake, der ein bisschen trocken ist. Vielleicht eine Scheibe Schwarzbrot oder, wenn man es gerne hat, ein Zwieback. Man muss einfach schauen, dass das einigermaßen da ins Play hineinkommt. Und wenn man das so weit hat, tut man das mit so einer handelsüblichen Haushaltsfolie da super ab. Das ist ja so etwas. Tut man das da so schön drüber abziehen. Und schon kann man da den nächsten Kragen wieder oben drauf machen. Sie sehen, jetzt hat es da wieder so Häkchen, die hängen wir da ein. Und so kann man sich das ganze Menü schön Stock für Stock zusammenstellen. Sie sehen es da, ich habe jetzt das 3-gängiges Menü. Ohne Dessert, Hauptgang, Beilage, Fleisch und Gemüse und oben ganz viele feine Salätli. Jetzt, wenn man sich sein Essen mit dem Sparkragensystem stapelt, dann funktioniert das nicht nur mit diesen trockenen Speisen, sondern das funktioniert sogar mit Suppe. Für das können Sie so eine zusätzliche Suppenhübli erwerben.
das ziehen sie oben drüber, machen eine kleine Tuhle und schon hat dann etwa 1,5 Liter Suppenplatz. Jetzt, wenn sie immer noch ein Hungerli haben, oder vielleicht sind sie mit dem ganzen Büro am Essen, mit dem Team oder mit der ganzen Baubelegschaft, können sie damit aussen Adapter noch weitere Sachen aussen anhängen. Und das ist wirklich unglaublich, was da aussen alles noch Platz hat. Sie sehen, oh, die Ananas nehme ich doch auch noch gerade. Sie sehen da, ich habe hier ein Menü von sage und schreibe 4,5 Kilo für nur 14,85 Franken. Ich wünsche einen guten. Vielen Dank. Ja, das wäre es meinerseits. Und ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend, noch gute Gespräche. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Merci. Stefan Heuss, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn das mal kein Aufruf für den Apéro Riche ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das heißt für mich, es gilt so wenig wie möglich Worte zu verlieren. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Und bevor es dann ganz zu Ende geht, möchte ich gerne noch das Wort an einen der Gastgeber heute richten, an Patrick Kutscherer, Geschäftsführer Energie Schweiz. Ich überlasse Ihnen die Bühne. Vielen Dank, Herr Gredig. Ich bin heute Abend nicht nur Gastgeber, ich bin auch Kidnapper. Ich halte Sie vom Apéro ab. wir haben gesehen heute Abend, dass eigentlich die Energiestrategie oder die Energiewende, wie die Deutschen sagen, das ist eine Tatsache. Wir werden uns dieser Tatsache auch stellen müssen. Und wir haben schon die Wahl zwischen der Giraffe zu sehen oder das Ganze als Strafe zu betrachten. Das bleibt eigentlich in unserer Entscheidung und Sie können sich selber überlegen, welches der angenehmere Weg ist. Die Frage habe ich heute für mich übersetzt, wie komme ich denn dorthin, um diese Giraffe zu sehen? Und da ist dieser interessante Ausdruck gefallen, die Hemmungen kontrolliert abbauen. Ein wunderbares Bild für uns Schweizer, das es gilt vorzunehmen. Ich glaube, es gibt aber noch einen anderen Punkt, und zwar die Güge an der Welbe motten sie nicht. Oder übersetzt, wenn wir keine gemeinsame Sprache sprechen zwischen den Ingenieuren und den Architekten, wird es schwierig. Hier gilt es sicher auch noch, weiter zu investieren. Ein kurzer Punkt noch zu den Einschränkungen, die erwähnt worden sind, diese 400.000 Gesetze. Ich glaube, dort müssen wir auch ein bisschen differenzieren zwischen, was sind jetzt wirklich die staatlich vorgegebenen Gesetze und was sind Normen. Normen, die durch verschiedene Normungsgremien, durch die Zivilgesellschaft, durch die Fachverbände festgelegt wurden. Und dort ist es nicht einfach ein Fatalismus, sondern dort können wir alle beitragen, in diesen Normengremien mitzuwirken, um die entsprechenden Spielräume zu erhalten und den Spielraum auch zu gestalten, damit die entsprechenden Lösungen, die auf die Ziele führen, mit der entsprechenden Kreativität zu gestalten. Dann wurde heute Abend noch erwähnt, dass es wichtig ist, gute Projekte zu zeigen, gute architektonische Projekte durch Architekten, für Architekten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Für die, die sich interessieren, wir haben von Energie Schweiz aus zusammen mit den Architekten, zusammen mit Hochparterre, einen ersten kleinen solchen Schritt gemacht mit der Sonderausgabe Solaris, die Sie auch dort am Stand dann mitnehmen können, wenn Sie das interessiert. Es wird zufälligerweise ein Gebäude dort drin auch präsentiert, das den gleichen Namen trägt, Solaris hier in Zürich. Ein interessantes Projekt und wenn man es anschaut, wie es entstanden ist, sehe ich extrem viele Parallelen auch, wie die heute im Projekt gezeigt wurden. Dann darf ich Ihnen noch sagen, Sie brauchen heute keinen Sparkragen, Sie können mehrfach schöpfen. Und damit würde ich Sie gerne einladen bei uns am Stand von Energie Schweiz zu einem Aperitif. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden, bei den Intellektuellen und den Praktikern und wünsche uns einen unterhaltsamen Abend. Vielen Dank.